lieber Himmel. Oh, Dr. Watson. Ich wollte gerade nach ihm schauen. Danke, Mrs. Hudson. Er scheint wieder nicht unanstrengend im Moment mit ihm zu sein. Ich vermutete es. Kann ich helfen? Besten Dank, Mrs. Hudson, aber ich werde schon allein damit fertig. Hoffe ich. Schönen Abend noch, Sir. Ebenfalls, Mrs. Hudson. Holmes, was um Himmels Willen ist wieder los? Oh, Watson, Sie schickt mir der Himmel. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll, Holmes. Mrs. Hudsons Herz ist nicht das stärkste. Ich vergaß. Lassen Sie mal sehen. 6 Schüsse. Ich weiß, ich habe sie gehört. Der zweite ist mir ein wenig nach rechts verrutscht. Sie sollten damit aufhören, Holmes. Was haben Sie gegen die Initialen unserer Königin? Als Einschüsse in der Wand fiel. Watson, Watson, Sie sind und bleiben ein Pedant. Nehmen Sie Platz. Wo? Augenblick. Tee? Es wäre Zeit dazu, danke. Es hat also einen neuen Mord gegeben. Sie wissen darüber? Aber nein. Mr. Holmes? Dr. Watson? Oh, Mrs. Hudson, ich hoffe, ich habe Sie nicht allzu sehr erschreckt. Nein, Mr. Holmes. Fein. Dr. Watson zeigte sich um Sie besorgt. Das wäre nicht nötig gewesen, Sir. Fein, Mrs. Hudson. Ich glaube, es ist Teezeit. Natürlich, Mr. Holmes. Gurken-Sandwiches? Selbstverständlich. Also, Holmes? Nun, Watson, Sie besuchen mich zu einer ungewöhnlichen Zeit. Normalerweise pflegen Sie Ihren Tee bei Ihrer Gattin einzunehmen. Ich sitze hier, malträtiere meine Geige und schieße das Monogramm der Königin in die Wand. Außerdem ist Ihnen nicht entgangen, dass mein Besteck in der Ecke liegt. Ich habe sehr wohl gesehen, wie Sie die Augenbrauen einen, wenn auch nur kurzen Moment, missbilligend zusammengezogen haben. Dennoch haben Sie sich nicht weiter dazu geäußert. Das bedeutet, dass Ihnen etwas Wichtigeres im Kopf herumgeht. Das könnte aber allerlei sein, Holmes. Außerdem lugt aus der rechten Seitentasche Ihres Rockes ein Stück Zeitung. Die Schrifttypen finden sich nur in einem Blatt, das am späten Nachmittag erscheint. Die Zentrallondoner Ausgabe verlässt genau um 16.15 Uhr die Druckerei. Die Zeitung hat weder das Niveau, das Sie ansonsten bevorzugen, noch ist sie so ordentlich zusammengefaltet, wie Sie das in der Regel mit Ihren Zeitungen tun. Was soll ich also daraus schließen, Watson? Sie erwarten jetzt sicherlich von mir, dass Sie kennen meine kleinen Tricks ja inzwischen, also erwarte ich logischerweise nichts von Ihnen. Sie machen mir Spaß, Holmes. So, der Tee, Mr. Holmes. Zucker, Dr. Watson? 3 Löffel, ja. Langsam wird es für unsere Polizeiführung ungemütlich, nicht wahr? Fürchte ich auch. Was meinen Sie denn dazu, Mrs. Hudson? Zu was, Mr. Holmes? Zu den Whitechapel-Morden. Zur Lederschürze? Der Herr bewahre mich davor. Nun, Mrs. Hudson, schon der Beruf, den die Getöteten ausübten, lässt nicht erwarten, dass Sie jemals mit diesem etwas makaberen Herrn in Berührung geraten werden, der in Whitechapel sein Unwesen treibt. Wissen Sie, Mr. Holmes, eine anständige Frau spricht nicht über so etwas. Aber eines will ich Ihnen sagen. Niemand besteht nur aus dem, was er oder sie tut. Diese Frauen hatten Verwandte und Bekannte, Freunde und Freundinnen. Wer sagt denn, dass es etwas mit ihrem Beruf zu tun hatte? Mrs. Pankhurst mag wohl recht haben, was die weibliche Intelligenz angeht. Mrs. Hudson, das war eine ausgezeichnete Bemerkung, die Sie da gerade gemacht haben. Brauchen Sie sonst noch etwas, Mr. Holmes? Das wäre alles. Danke, Mrs. Hudson. Dies scheint mir denn nun doch ein Gespräch zu werden, an dem weiter teilzunehmen nicht schicklich wäre. Guten Abend, Dr. Watson. Was macht Sie so sicher, Holmes, dass es sich bei Lederschürze wirklich um einen Mann handelt? Ja, was macht mich so sicher? Können Sie sich vorstellen, dass eine Frau zu solcher Grausamkeit fähig wäre? Unterschätzen Sie die Frauen nicht, Holmes? Mehr noch. Können Sie sich vorstellen, dass eine Frau über solch subtile medizinische Kenntnisse verfügt? Aus den Andeutungen der Zeitungen schließe ich, dass Lederschürze seine Opfer nun geradezu ausweidet. Die Gurken-Sandwiches sind übrigens köstlich, wie immer. Nicht wahr, Watson? Großartig, ja, Holmes. Wobei mich nicht wundern würde, wenn... Wenn was, Holmes? Wir werden sehen, wenn es soweit ist. Mr. Holmes? Sehen Sie, Watson, es ist soweit.
Eine Kutsche wartet am Eingang, Mr. Holmes. Der Herr, der darin sitzt, sagt... Dass er mich sofort zu sprechen wünscht? Richtig, Mr. Holmes. Woher wussten Sie das? Ich wunderte mich schon die ganze Zeit, warum man sich noch nicht an mich gewandt hat. Er sagt... Schon klar, Mrs. Hudson. Kommen Sie, Watson, und vergessen Sie Ihren Mantel nicht. Es ist ziemlich kalt draußen. Woher wissen Sie das schon wieder, Holmes? Sie haben Ihre Wohnung heute noch nicht verlassen. Aber, Watson, würden Sie, wenn es warm wäre, in Ihrem gefütterten Pralletor herumlaufen? Nun, Sherlock... Überrascht? Nein. Du kennst Dr. Watson? Ich habe von ihm gehört. Watson, darf ich Ihnen meinen Bruder Mycroft vorstellen? Angenehm. Ich wusste nicht, dass Sie einen Bruder haben, Holmes. Er ist die Intelligenzbestie der Familie. Er arbeitet im Ministerium für... Sherlock. Entschuldige, Mycroft, ich vergaß. Höchst geheim, versteht sich? So ist es. Und was hat dein Ministerium mit Lederschürze zu tun? Ich fürchte, du wirst dich umgewöhnen müssen. Wie meinst du das? Später. Warrens Stuhl wackelt. Ist das nicht natürlich? Eine Mordserie in London, die Polizei ist nicht in der Lage, den Täter zu schnappen, die Presse schäumt. Kein Wunder, dass Warren Probleme bekommen wird. Er ist ein Dummkopf, sturer Bock. In der Tat. Ihre Majestät ist beunruhigt. Ja? Die Bitte, dich in die Affäre einzubeziehen, kam von ganz oben. Wie beeindruckend. Wir sind da. Der letzte Tatort? Ja. Kommen Sie, Watson. Oh, guten Tag, Inspektor Lestrade. Guten Tag. Ich erwartete schon, Sie hier zu finden. Ja, Sie haben mir gerade noch gefehlt. Die Freude überwältigt ihn, Watson. Die Freude, mich an seiner Seite zu wissen. Sie können hier nicht weiter, Holmes. Verzeihung, Inspektor. Würden Sie einen Blick in dieses Papier werfen? Noch ein, Holmes. Dabei habe ich an dem einen schon genug zu kauen. Sie sind ausgesprochen ungerecht, Lestrade. Nun, Mycroft, warum führst du mich in diese unwirtliche Gegend? Hier, dieser Treppenaufgang zu Nummer 108 bis 119. Interessant. Watson, haben Sie Papier dabei? Natürlich, Holmes. Diese Schrift nehme ich an? Versteht sich. Den Juden wird keine Schuld für nichts gegeben werden. Ein hübscher Satz. Ein Stück einer Schürze hing darüber. Aus Leder? Nein, es war die Schürze eines der Opfer. Eines der? Mehrere? Lederschürze hat zwei erwischt, kurz hintereinander. Was haben Sie mir verschwiegen, Watson? Ich kam nicht dazu, Holmes. Richtig. Wer? Das wissen wir noch nicht genau. Wir arbeiten daran. Brav. Du vermutest also, Mycroft, dass diese Schrift von Lederschürze stammt? Bis zum Beweis des Gegenteils, ja. Ich möchte sie mir näher ansehen. Watson? Sie haben ein ausgeprägtes Talent für dergleichen Dinge. Können Sie versuchen, die Schrift genau zu kopieren, aber wirklich genau? Natürlich, Holmes. Komm, Mycroft. Was geht hier vor? Sir Charles. Wer sind Sie? Inspektor Lestrade. Scotland Yard? Natürlich, Sir. Und die? Was wollen die hier? Wenn ich mich vorstellen darf, Sir Charles Warren, mein Name ist Holmes. Holmes? Dieser Angeber, der ständig... Dieser Angeber, wie Sie ihn zu nennen belieben, ist mein Bruder, Mr. Sherlock Holmes. Ich bin Mycroft Holmes. Ich bin gewissermaßen im Auftrage einer sehr hochgestellten Persönlichkeit unterwegs. Vielleicht haben Sie dieses Wappen schon einmal gesehen, Sir Charles? An solches Papier kann jeder kommen. Sie befinden sich hier an einem Tatort. Sie haben ihn unberechtigt betreten und ihn folglich sofort zu verlassen. Und Sie auch. Ich wäre vorsichtig an Ihrer Stelle, Sir Charles. Sherlock, bist du fertig? Ich denke. Dann komm. Wir sehen uns wieder, Sir Charles. Was haben Sie hier gemacht? Eine interessante Schrift begutachtet. Verdammt. Was soll das? Den Juden wird keine Schuld... Geben Sie mir einen Lappen, Inspektor. Aber Sir... Sir, das geht nicht. Hat er nicht genug Unheil angerichtet? Wollen wir jetzt auch noch Pogrome im West End? Aber, Sir... Merken Sie denn nicht, dass da nur jemand den Juden alles in die Schuhe schieben will? Das ist ein Spiel, das wir nicht mitspielen. Was ich von Ihnen verlange, Inspektor, ist höchste, allerhöchste Geheimhaltung. Diese Zeilen dürfen nie erwähnt werden. Aber, Sir Charles... Mir scheint, Watson, es wird höchste Zeit. Ich erlaube mir, dich zu bitten, mich in den Club zu begleiten, Sherlock. Kommen Sie mit, Dr. Watson?
Sherry? Danke, Holmes, gerne. Sie kennen sich doch in Afghanistan aus, Dr. Watson. Was halten Sie von den jüngsten Zwischenfällen dort? Woher wissen Sie, dass ich in Afghanistan war, Mr. Holmes? Haben Sie es ihm erzählt? Keineswegs, Watson. Bruder Mycroft hat den meinen ähnliche Fähigkeiten. Da Ihre Verwundung fast ausgeheilt ist... Ich muss schon bitten. Nun, es hängt mit Ihrem Gang zusammen. Und der Art, wie Sie Ihren Hut zurückschieben. Ganz wie ein Offizier seinen Truppenhelm anfassen würde. Ihr Gang zeigt, dass Sie eine leichte Verwundung vermutlich im Hüftbereich haben. Und da der einzige tropische Kriegsschauplatz im Augenblick Afghanistan ist, war der Schluss nicht allzu schwer, nicht wahr, Sherlock? Gewissermaßen elementar, Mycroft. Natürlich. Nun, Sherlock, was sagt dir der Auftritt unseres Polizeichefs? Ich war gelinde gesagt verwundert. Eine Überreaktion? Gewiss. Dr. Watson hat die Schrift kopiert? Bis in alle Einzelheiten. Eine merkwürdige Grammatik, nicht wahr? Dieser Gedanke kam mir auch gleich. Dann sage mir, was du davon hältst. Wann? Er kam an die Central News Agency gestern. Die Polizei kennt ihn? Ja. Und was denkst du? Er ist echt, meiner Meinung nach. Lesen Sie, Watson. Werter Meister, dieser Witz über Lederschutz hat mich richtig auf die Palme gebracht. Ich habe Huren auf dem Kieker und werde sie so lange aufschlitzen, bis ich ins Kittchen wandere. Die letzte war prima Arbeit. Meine Arbeit macht mir Spaß. Werden bald mehr von mir und meinen drolligen Spielchen hören? Habe ich ein wenig von dem richtigen roten Zeug in einer Ingwerbierflasche aufgefangen. Um damit zu schreiben, wurde dick wie Leim. Holmes. Lesen Sie weiter, Watson. Beim nächsten Mal werde ich der Lady die Ohren abschneiden und sie den Polizisten schicken. Mein Messer ist so schön scharf, dass ich gleich wieder an die Arbeit gehen will. Holmes, das ist ja grauenhaft. Die Unterschrift, Watson, die Unterschrift. Viel Glück, ganz der Ihrige, Jack the Ripper. PS, ich hoffe, es ist recht, dass ich meinen Künstlernamen nenne. Jack the Ripper, kein schlechter Name, nicht? Ich kann es kaum glauben. Was sagt uns dieser Brief? Kennt ihn die Presse? Sie hält ihn zurück auf unseren Wunsch. Also? Das liegt doch auf der Hand. Ein intelligenter, gebildeter Mensch hat ihn geschrieben, der sich dummstellen möchte. Ich glaube nicht, dass ein Mann der Unterschicht das Wort Ingwer-Bierflasche ohne Fehler hätte schreiben können. Ganz meine Meinung. Der Mann muss krank sein. Oder den Eindruck erwecken wollen, er sei es. Darauf gibt es keinerlei Hinweise, Holmes. Ich wollte es nur der Logik wegen einwenden. Natürlich. Und was schließt du weiter daraus, Sherlock? Dass er weitermorden wird. Egal, welchen Grund er hat oder zu haben glaubt, er wird weitermorden, bis er sein Ziel erreicht hat, was immer das sein mag. Oder bist du ihn erwischt? Ja. Höchsten Stellen liegt viel daran. Höchsten? Allerhöchsten. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung. Ja? Bevor alles an die Öffentlichkeit dringt, möchte man darüber informiert werden. Mann? Wie man eben so sagt. Eben. Auf dein Wohl, Sherlock. Danke. Auf das deine, Mycroft. Ich nehme an, das war die Art Ihres Bruders, Ihnen Glück zu wünschen. So könnte man es sehen, ja. Glauben Sie, Sie werden ihn finden? Wenn jemand, dann wir, Watson. Kutscher, in Savoy. Da hinten versprüht der göttliche Oscar wieder seinen Witz. Von wem sprechen Sie, Watson? Von Oscar Wilde. Dort drüben sitzt er im Kreis seiner Getreuen. Und wer soll das sein? Jetzt machen Sie aber einen Punkt, Holmes. Sie wollen mir erzählen, dass Sie noch nie von Oscar Wilde gehört haben? Der Ihre. Der Schriftsteller. Sie wissen, dass Literatur mich anödet, Watson. Außerdem mag ich keine Menschen, die schlechte Zähne haben. Sie kennen ihn also doch? Nein, aber sehen Sie doch, wie er selbst verliebt immer wieder seine langen Locken zurückwirft. Dennoch hält er auch beim Lachen den Mund geschlossen oder die gekrümmten Finger der rechten Hand wie spielerisch an der Oberlippe, um diesen Mangel zu verdecken. Toller Wetter, Holmes. Sie haben recht. Manchmal verblüffen Sie mich immer noch, obwohl... Sie alle meine Tricks zu kennen glauben? Genau. Wie schön.
Außerdem scheint mir Ihr Mr. Oscar Wilde jenem äphebischen Jüngling zu seiner Rechten etwas zu sehr, nun, zugeneigt zu sein. Ist das nicht jener junge Alfred Douglas? Jetzt gehen Sie zu weit, Holmes. Guten Tag. Mr. Holmes, wie ich vermute. Oh, pardon, ja, Sherlock Holmes ist mein Name. Das ist Dr. Watson. Sehr erfreut. Ihr Bruder hat Sie annonciert, Mr. Holmes. Es freut mich, dass unser Treffen so kurzfristig zu arrangieren war. Bitte. Danke. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Das Roastbeef hier ist vorzüglich und der Lammbraten eben. Nein, Verzeihung, ich esse kein Fleisch. Ach. Nein. Nun, Mr. Holmes, womit kann Ihnen ein Fabier dienen? Sie sind Mitglied der Fabian Society? So ist es. Ich beiße aber nicht, Dr. Watson. Das habe ich auch nicht angenommen. Wie erfreulich. Mein Bruder sagte mir, Sie könnten uns ein wenig Auskunft geben über das Umfeld der Ereignisse. Ich denke, ja. Ich kenne die Umstände sehr gut, in denen nicht allzu weit von hier entfernt Menschen hausen. Bitte. Es scheint mir fast zynisch, in der Atmosphäre eines solchen Luxushotels über Armut zu sprechen. Wenn Sie Lust und Zeit haben, würde es sich lohnen, selber hinabzusteigen in die Hölle. Mir sind Höllen nicht fremd. Wir werden sehen. Wissen Sie, wie manche Leute im East End leben? Haben Sie einmal etwas von den Höhlenbewohnern gehört? Nein. Das sind Leute, die leben in tiefen Kellern. Der einzige Zugang ist oft eine ins Pflaster eingelassene Holztür. Wenn jemand da etwas draufstellt, kommen die Leute dort tagelang nicht aus ihren Verliesen heraus. Manchmal vegetieren 20, oft gar 25 Menschen in einer solchen Höhle. Ernähren sich von Abfall. Kranke, alte Kinder, Tiere, sie leben auf Stroh, Sägespänen, schmutzigen Lumpen. Wenn jemand stirbt, bleibt die Leiche oft tagelang dort unten liegen. Und dafür nimmt man immer noch Miete. Wie viel? 3 Pence, 4 Pence, in dieser Art. Das ist nicht viel. Mehr als viele Menschen im East End sich leisten können. Andere hausen auf den Friedhöfen zwischen Grabsteinen, in Parks, wenn man sie lässt. Oder an den Ufern der Themse. Dort leben sie von dem Unrat, den der Fluss anschwemmt. Trotz der Abwässer. Und was... Oder die Pennykneipen, da spannt einer Schnüre quer durch einen Raum und Sie müssen einen Penny zahlen, um sich einen Lachblang dagegen lehnen zu dürfen. Und was sagt die Kirche dazu? Die Gerichte, die Polizei? Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen, Dr. Watson. Ein Arbeitsloser antwortete seinem Richter auf die Frage, warum er einen Kanten Brot gestohlen habe. Wir müssen doch auch leben, euer Ehren. Wissen Sie, was seine Ehren darauf sagte? Ich sehe eigentlich keinen Grund, weshalb. Und er bedauerte, dass auf Landstreicherei nicht die Todesstrafe stehe. Das ist unerträglich. Ja, das ist unerträglich. Und deshalb ist es gut, dass jetzt ein unabhängiges Genie die Sache in die Hand nimmt. Ein unabhängiges Genie? Der Mann mit der Lederschürze. Aber verzeihen Sie, meine Herren, Mr. Wilde erhebt sich und ich habe keine Lust, mit ihm und seinem Anhang zusammenzutreffen. Ich danke Ihnen, dass Sie mich angehört haben. Und da habe ich der Herzogin gesagt, meine Liebe, ich habe doch einen ganz einfachen Geschmack. Ich bevorzuge von allem immer nur das Beste. Wer war denn unser beredter Freund eben? Ein Journalist? Auch ein Ire übrigens. Musikkritiker nebenbei, heißt Shaw, George Bernard Shaw. Interessanter Mann, Corno di Basso, vielleicht haben Sie diesen Namen schon mal gelesen. Sein Pseudonym. Er bewundert diesen Wagner. Grässlicher Musiker, so laut und so deutsch. Er benimmt sich merkwürdig, nicht wahr, dieser Journalist? Seine offene Wertschätzung des Rippers sollte einem fast zu denken geben, nicht? Naja, so weit würde ich nicht gehen. Er ist ein wenig exaltiert, scheint mir. Engagierte Menschen sind immer ein wenig exaltiert. Also, Watson, auf zu neuen Taten. Und wohin, Holmes? Wir wollen uns ein wenig in der Pathologie umsehen.
Meine Herren? Dr. Llewellyn? Ja, Mr. Holmes, Sherlock Holmes. Das ist ein Kollege von Ihnen, Dr. Watson. Ich habe von Ihnen gehört und gelesen, Herr Kollege. Danke. Ich fürchte, ich ahne, weshalb Sie hier sind. In der Tat. Was wissen Sie über die Opfer? Nehmen Sie doch Platz. Oder wollen wir in mein Büro? Gerne, danke. Wir bleiben hier, nicht wahr, Watson? Meinetwegen. Ich habe nicht viel Zeit. Wir haben neue Leichen hereinbekommen. Neue Opfer? Wissen Sie, Dr. Watson, Lederschürze ist nicht der Einzige, der sich solcher Art betätigt. Es vergeht doch keine Nacht ohne Verbrechen. Kein Tag ohne Mord. In dieser Gegend mordet man für ein Taschentuch oder einen Schluck Gin. Und dann gibt es noch die Verhungerten, die Erfrorenen, die sich zu Tode gesoffen haben. Haben Sie sich Notizen gemacht? Natürlich, Moment. Ich habe mir alles aufgeschrieben. Es ist nicht viel, aber immerhin. Wissen Sie noch, wie die Toten aussahen? Wie sie bekleidet waren? Ja, als ich kam, hatte man sie schon ausgezogen und notdürftig gereinigt. Ach, ungewöhnlich, nicht wahr? Auf Betreiben der Polizei, wurde mir gesagt. Ach, noch ungewöhnlicher, oder? Sollte man meinen, ja. So, da haben wir die Äste. Mary Nichols? Ja. Am rechten unteren Kinn ist eine Quetschung zu erkennen, die offensichtlich von einem Daumen herrührt. Ebenfalls an der linken Wange, Kehle von links nach rechts zerschnitten. Also, es waren zwei deutliche Schnitte zu erkennen. Luftröhre, Speiseröhre und Wirbelsäule waren durchschnitten und der Bauch war vom Brustkasten aus auf der rechten Seite aufgeschnitten, also vom Becken bis zum Magen. Das Omentum, also das Darmnetz, ja, ist an einigen Stellen durchschnitten. Zwei kleine Einstiche an den Geschlechtsteilen. Ja. Mit einem scharfen Messer. Mit einer sehr scharfen Klinge. Sie meinen... Es könnte ein Skalpell gewesen sein. Wie alt war die Nichols? In welchem Zustand? 42. Klein, schmächtig, unterernährt. Die Leber wies starke Spuren von Alkoholmissbrauch auf. Das Haar wurde schon grau. 5 Zähne fehlten vorn. Vermutlich eine Schlägerei unter Huren. Aber alles in allem sah sie nicht schlecht aus. Also jünger als sie war. Haben Sie auch Annie Chapman untersucht? Die zweite? Ja, da hat man mich sogar zum Tatort gerufen. Sie haben die Leiche also dort gesehen? Ja, aber die Polizei hatte sie schon untersucht. Es war ein Blutbad. Die Polizei? Es war wieder manipuliert worden an der Leiche? Also ob manipuliert wurde, weiß ich nicht. Mir schien man wenig gemacht zu haben. Eher eine oberflächliche Untersuchung. Können Sie uns auch hier eine Beschreibung liefern? Es war kein schöner Anblick. Dr. Watson war Militärarzt. Ich bin also gewissermaßen Fachmann für wenig schöne Anblicke. Sie lag auf dem Rücken, die Beine unnatürlich hochgezogen, das fiel mir sofort auf und... Eingeweideteile, ein Stück auch kleine Eingeweideteile und ein Stück aus der Bauchdecke, also rechts oberhalb der rechten Schulter liegend, sind mit einer Schnur mit dem Rest der Eingeweide im Innern der Leiche verbunden. Zwei Hautlappen aus der unteren Bauchpartie lagen... Also mein Gott, Mr. Holmes, muss das alles sein? Wie ist sie gestorben? Die Kehle geschnitten. Praktisch ganz, also um den ganzen Hals herum. Eine Enthauptung, die aber nicht geklappt hat. Und dann noch Druck- und Würgemale auf dem Hals und dem Gesicht. Die Tasche aufgeschlitzt, ihr Inhalt um die Leiche drapiert. Und es fehlten Teile aus ihrem Körper. Welche? Ich bin Arzt, Dr. Llewellyn. Vergessen Sie das nicht. Die Vagina. Sie war herausgeschnitten. Er hat sie mitgenommen. Das ist ungewöhnlich. Was für eine Frau war diese Annie Chapman? Sie war klein, untersetzt, 45 Jahre alt. Eher hässlich, würde ich sagen, nach dem, was von ihr übrig geblieben ist. Merkwürdig. Wie alt waren die beiden Letzten? Liz Jide war 42. Catherine Eddowes 46, also im selben Altersrahmen. Ja. Und? Beides Huren.
Die Stride stammt aus Schweden, arbeitet nebenbei noch als Putzfrau, aber hauptsächlich, naja, das übliche Bild, Geschlechtskrank, unterernährt Alkoholikerin. Weiter, Dr. Llewellyn. Die Kehle durchschnitten, wie bei den anderen. Als man sie fand, blutete sie noch. Das heißt, der Mörder muss gestört worden sein. Ja, und dann hat er sich ein anderes Opfer gesucht, an dem er seine Spielchen machen konnte. Kommen Sie. Sehen Sie sich das an. Um Himmels Willen. Das ist sie also. Die Eddowes. Ja. Sie war die verstümmelste von allen. Der Hals auch hier durchtrennt, die Ohren abgeschnitten, die Nase auch. Die Augenlider. Und dann hatte sie regelrecht ausgeweidet. Wie ein Pathologe. Ich bitte Sie. Oh, Verzeihung, so war es nicht gemeint. Ich verstehe schon. Ja, so sieht es aus, auf den ersten Blick. Und auf den zweiten? Er hat den Darm ungeschickt durchschnitten. Dabei muss er sich beschmutzt haben. Einem ausgebildeten Arzt wäre das nicht passiert, jedenfalls nicht in nüchternem Zustand. Und jemand, der, nun sagen wir, Anfangskenntnisse in Medizin besitzt, wie wäre es damit? Sie meinen jemand, der zum Beispiel sein Studium der Medizin abgebrochen hat? Ja, zum Beispiel. Nun, ja, das... Vergessen Sie nicht die vielen Sanitäter, die es gibt, Holmes. Die Überreste unserer glorreichen Kriege. Ja, Watson, Sie haben auch hier wieder recht. Dr. Llewellyn, ich danke Ihnen, dass Sie uns Ihre Zeit geopfert haben. Kommen Sie, Watson. Nun, es war doch selbstverständlich, dass ich... Leben Sie wohl, Doktor. Warum so eilig, Holmes? Er hat uns alles gesagt, was er weiß. Kein Grund, sich weiter mit unappetitlichen Details zu quälen, Watson. Lassen Sie uns einen Happen essen gehen. Ich muss sagen, Sie haben einen guten Magen, Holmes. Fasten, mein lieber Watson, hilft niemandem mehr. Wir müssen verhindern, dass es weitere Opfer gibt. Allerdings zweifle ich daran, dass es uns gelingt. Wohin, Holmes? Zur Maurerkelle. Nie gehört. Klingt vertrauenerweckend. Ist es auch. Wir sollten uns noch vorher umziehen. Um Himmels Willen, Holmes, nicht so eine Kneipe. Haben Sie soziale Vorurteile, Watson? In unseren Anzügen würde man uns im East End wohl nicht mal Bier geben. Geschweige denn Auskünfte. Kommen Sie, ich habe Hunger und Durst. Also ich weiß nach wie vor nicht, Holmes. Jeder sieht uns doch an, dass wir verkleidet sind. Können Sie sich vorstellen, dass jemand im Abendanzug hier ungeschoren davon käme? Man hört so allerlei. Sicher, aber da fahren verhüllte Kutschen vor. Männer huschen heraus und in Häuser. Ja, schon, aber... Sie wissen, dass einige sehr angesehene Herren hier Wohnungen haben sollen. Ja, man erzählt es sich, aber man erzählt vieles. Anbury Street 24. Das muss hier um die Ecke sein. Ist es auch. Was ist damit? Dort haben einige hochstehende Herren eine Wohnung gemietet. Wie hochstehend? Sehr hochstehend, mein Freund. Sehr, sehr hochstehend. Hoppla. Woher wissen Sie das, Holmes? Wozu hat man einen Bruder, der in dergleichen Kreisen verkehrt? Vorsicht! Verzeihung, meine Herren. Wollte ich nicht. Wirklich nicht. Nicht der Rede wert. Danke auch sehr, mein Freund. Danke sehr. Jackie. Ja, gut. Kommt, wir gehen. Das ist eine Belohnung. Nun, Watson, was sagen Sie jetzt? In der Tat, Holmes, in der Tat. Aber warum waren Sie gegen Abendanzüge, wenn diese Herren doch... Diese Herren, Watson, sind hier, um sich zu amüsieren, gewissermaßen die Freuden der einfachen Leute mitzuerleben. Wir sind hier, um zu arbeiten, um etwas zu erfahren. Kommen Sie. Hey, Bedienung! Mein Freund, Leute wie wir lassen sich hier nicht bedienen. Wir holen uns unser Bier am Tresen selbst. Verzeihung, Holmes. Ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen. Was soll's denn sein? Zwei Bier. Sofort. Und für dich? Ein Absinth, Billy. Pass auf dich auf, Mary. Hast du mich jemals betrunken gesehen, Billy? Auf Ehre und Gewissen, nie. Na also. Wenn du noch wartest, dann bring ich dich heim. Mach dir keine Hoffnung, Alter. Ja, du weißt, dass ich das nicht so gemeint habe, Mary. Heutzutage ist es nicht gut für ein junges Mädchen, wenn es allein auf der Straße rumläuft. Ich hab keine Angst, Billy. Ich brauche auch keine Angst zu haben. Prost. Auf dein Wohl, Mary. Sei vorsichtig.
Mich rührt keiner an. Das Bier. Danke. Nettes Mädchen. Die da? Ja. Ja, die ist schon in Ordnung irgendwie. Hat Mut. Und ist verteufelt hübsch, was? Stimmt. Und jung, oder? Wie kommt sie zu diesem Beruf? Warum sie auf die Straße geht. Sie muss leben. Was anderes hat sie nicht gelernt. Hat aber eine richtige Wohnung. Bei mir im Hinterhaus. Zahlt immer pünktlich ihre Miete, hält alles sauber. Ja, wenn sie alle so wären. Naja, Sie wissen schon, was ich meine. Ja. Haben die Mädchen jetzt keine Angst, nachts rauszugehen? Was bleibt ihnen denn anderes übrig? Sie brauchen das Geld. Die schien keine Angst zu haben. Mary Kelly? Nee. Ach, so heißt sie. Mary Kelly, ja. Ihren? Scheint so. Sie sind doch nicht... Nein, nein, keine Angst. Wir verpfeifen niemand. Wir sind keine Spitzel. Ein so hübsches Gesicht sieht man hier eben selten. Da haben Sie recht. Noch ein Bier? Gerne. Mein Freund. Haben Sie eine von denen gekannt? Von wem? Na, eins von den Mädchen, vom Ripper. Wem? Die umgebracht worden sind. Lederschütze. Wie haben Sie den genannt? Ripper. So nennt er sich jetzt selber. Ein feiner Name. Jack the Ripper. Jack the Ripper. Ich glaube, es ist besser, wenn Sie Ihr Bier jetzt austrinken, meine Herren. Weshalb? Nun, weil... Wir sind nicht von der Polizei. Haben Sie schon mal was von Sherlock Holmes gehört? Der Schnüffler? Genau der. Der schickt uns. Wenn er was will, dann soll er selber kommen. Tut aber nie. Ich glaube, er ließe was springen, wenn er Auskünfte bekommen könnte. Hier hat niemand was zu erzählen. Wirklich? Na, dann war unser Besuch leider umsonst. Das Bier war gut. Selbst gebraut? Na klar. Dafür will ich Sie mit dem Bild der Königin beschenken. Hoppla. Was ist da draußen los? Eine Prügelei. Haben wir ja häufiger. Ach, klingt mir wieder nach der Black Mary. Du magst recht haben, Joe. Ich bring sie auseinander. Tu das, Joe. Und wenn du Hilfe brauchst... Hab sie lange genug alleine mal wieder zur Ruhe gebracht. Zapf mir noch ein Bier. Mach ich, Joe. Black Mary? Ja, sie haben sie ja eben kennengelernt. Ist der Spitzname der Mary Kelly. Aber sie ist doch blond. Kommt auch drauf an, was drin ist im Kopf. Nicht nur, was drauf ist. Da haben Sie recht. Kommen Sie, mein Freund. Komm schon, Mary! Ist dergleichen das, was Sie als die Freuden der einfachen Leute zu bezeichnen pflegen, Holmes? Es Mary. Kommt dem sehr nahe, Watson. Oh, du elendes Miststück! Mary, lass sie los! Oder ich zieh dir eine mit Böhmen über! Oh, wart's nur! Halunke! Na dann, wenn du es nicht anders haben willst. Kommen Sie, Watson, ich glaube, hier ist ein Gentleman gefordert. Aber meine Damen, ich komme her, Mary, komm! Auseinander! Nimm die Pfoten weg, Joe! Ruhe, Ruhe, ich merke. Oh Gott, oh Gott. Jetzt müsstest du nicht wieder mit der roten Hilda streiten, ne? Didi! Ja? Oh, Mist. Heute ist sie nicht so wie du, was? Jetzt halt doch die Klappe, Joe! Ein verrückter Holmes. In der Tat, ein gefährlicher Verrückter. Haben Sie gesehen? Kein Wappen, nichts. Kein Hinweis auf den Besitzer. Vermutlich macht er dergleichen gerne und häufig. Euch beide. Habe ich das schon da drinnen gesehen? Wir wollten uns dieses faszinierende Schauspiel nicht entgehen lassen, Madame. Ha, zwei feine Pinkel, was? Wie kommen Sie darauf? Ach, wenn ich diese Ausdrucksweise schon höre. So spricht man nur in feinen Kreisen. Interessant. Was ist? Ach, nichts. So, und jetzt... Jetzt lasst ihr mich mal in Ruhe. Ich hab noch was zu erledigen. Mary. Ach, jetzt hör doch auf mit deinem Gewinsel, Joe Burnett. Ich weiß schon, was ich tue. Mary, ich hab dir schon oft gesagt, du wirst noch böse mal... Böse enden, ja, ich weiß, Joe, ich weiß. Sag's einmal nicht. Mary, Mary, Mary. Sie kennen sie? Und wie? Hab mal mit ihr zusammengelebt. Ach. Ist noch gar nicht so lange her. Ein Bier? Gern. Lassen Sie uns ins Bretagne gehen. Dort gibt's gutes Lager. Das hier ist auch nicht übel. Der wird Quatsch zu viel.
Sie kennen Mary Kelly also. Was treibt sie so? Was für eine Frage. Sie ist eine Hure und eine verdammt gute. Das haben Sie nicht verkraftet. Deshalb haben Sie sich von ihr getrennt. Wo denken Sie hin? Nee, sie hat sich immer mit anderen rumgetrieben. Das war's. Ach? Und wie? Und zwar mit anderen Frauen. Ach? Ja, ach. Einmal bin ich nach Hause gekommen und sehe sie da im Bett, wie sie es mit einer treibt. Richtig eklig war das. Und dann wollte sie noch, dass ich mich dazulege. Und was haben Sie dann gemacht? Ich habe ganz langsam meinen Gürtel aus der Hose gezogen und ihr ein paar übergebraten, dass sie sich ihr Lebtag daran erinnern wird. Aber es hat nichts geholfen, so ist sie, die Black Mary. Ein eigenartiger Kosename. Ein Kosename, das ist gut. Ich sage Ihnen eins, ein hübsches Lärvchen ist nicht alles und ein knackiger Busen auch nicht. Die Black Mary hat schwarze Gedanken. Schwarze Gedanken, ja, die hat sie. Wie meinen Sie das? Die ist zu vielem fähig, sag ich Ihnen. Ja, das ist sie. Mal denken Sie, sie ist das süßeste und unschuldigste Geschöpf auf dieser Welt. Und dann plötzlich führt sie sich auf wie der Satan leibhaftig. Sie haben es ja gesehen. Das macht ihr Umgang, habe ich immer gesagt. Aber sie will es nicht glauben. Sie scheint Mut zu haben. Hat sie ja auch. Wissen Sie, wo sie wohnt? Miller's Court, Nummer 13. Nummer 13, wirklich. Sie hat mich ausgelacht, als ich sie gefragt habe, wie man in einer Nummer 13 wohnen kann. Sie ist nicht abergläubisch, hat sie gesagt. Das ist schon eine komische Person, die Black Mary. Scheint mir auch so zu sein. Kannten Sie eine von den anderen? Was soll das heißen? Nur so eine Frage. Dass Sie mir ein Bier bezahlen, Mister, heißt noch lange nicht, dass Sie mich aushorchen können. Hören Sie, mein Freund, wir wollen Sie doch nicht aushorchen. Aber Sie werden doch sicherlich auch wollen, dass dieser Mörder gefasst wird. Ja, wissen Sie, hier in dieser Gegend spielen Menschenleben keine große Rolle. Und solche Mädchen erst recht nicht. Aber bestimmte doch schon, oder? Was würden Sie denn sagen, wenn Ihre Black Mary dem Ripper in die Hände fiele? Ja. Da haben Sie auch wieder recht. Nun? Nun, die Annie, die war manchmal mit der Mary zusammen. Also, die beiden kannten sich, wie man sich so kennt hier in der Gegend. Sind ja alles Nachbarn, mehr oder weniger. Richtig, ja. Aber nichts Näheres, ja? Damit Sie es nicht in den falschen Hals kriegen. Schon verstanden. Noch ein Bier? Aber klar doch. Herr Wirt, bitte noch ein Bier. Die anderen... Nee, mit der Liz hatte ich nie was zu tun. Sie war ihr bekannt, nicht? Eine Schwedin. Das ist ja doch was anderes. Und die Kathy, die kannte ich. Flüchtig. Das arme Luda hatte immer Probleme. Welcher Art? Wie? Was für Probleme hatte sie? Na, muss wohl an ihrer Familie gelegen haben. Irgendwie hat sie sich geschämt, was aus ihr geworden ist. Sie hat ihren Freiern nie erzählt, wie sie heißt. Ach. Ja, sie hat immer einen falschen Namen genannt. Wenn sie einer von den Kerlen gefragt hat, wie sie denn heißt, hat sie gesagt, Mary Kelly. Wie bitte? Mary Kelly hat sie sich wirklich genannt, wirklich. Und Ihre Mary Kelly, hat die das auch so komisch gefunden wie Sie? Das ist doch auch ein guter Scherz, nicht wahr? Hören Sie, Joe Barnett... Laufen Sie los, suchen Sie Ihre Mary Kelly so schnell wie möglich. Ich fürchte, sie ist in höchster Gefahr. Aber Holmes, ich... Kennen Sie es nicht? Das erste Opfer hieß Mary mit Vornamen. Das letzte nannte sich Mary. Mit dem zweiten war Mary bekannt. Das könnte doch ein Muster sein. Die Black Mary. Ich sage Ihnen, wer immer sie auch sein mögen. Wenn die mit einem Mord was zu tun hat, dann bestenfalls als Mörderin, aber bestimmt nicht als Opfer. So eine ist das nicht. Und danke auch für das Bier. Nichts für ungut. War das Ihr Ernst, Holmes? Und ob, Watson. Und ob. Kommen Sie, Watson. Wir wollen versuchen zu verhindern, was wir noch verhindern können. Wie war noch die Adresse? Miller's Court 13, glaube ich. Richtig, Watson. Das war's. Auf! Schnell, sonst kommen wir zu spät. Es geht um Tod und Leben. Thank you.
Ich weiß nicht recht, was in Sie gefahren ist, Holmes. Watson, das sollten Sie doch sehen können, die Verbindungen. Aber Holmes, der Ripper ist ein Zufallsmörder. Er schlachtet ab, wen er in die Finger bekommt. Sind Sie da ganz sicher, Watson? Sind Sie da ganz sicher? Da muss es sein, Holmes. Die Wohnung von Mary Kelly. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Niemand. Vielleicht ist sie nicht da. Kann sein. Das Fenster. Lassen Sie mich mal. Um Himmels Willen. Watson, holen Sie die Polizei. Was ist los? Ist die... Bleiben Sie lieber weg. Aber Sie wissen doch, ich bin... Ich glaube, das übertrifft Ihre Kriegserfahrungen um ein beträchtliches. Holen Sie schon die Polizei! Nun gehen Sie doch beiseite, bitte. Sie wirken ein bisschen blass, Holmes. Ich muss zugeben, dergleichen habe ich noch nicht oft gesehen. Ja, das verstehe ich. Bitte, meine Herren. Also hat er wieder eine kalt gemacht? Ich verstehe nicht, wie man sich so darüber äußern kann, Sir. Oh, die Polizei zeigt menschliche Größe. Bitte gehen Sie beiseite, Sir. Und Sie auch. Kommt. Wir wollen der Staatsgewalt nicht ins Handwerk pfuschen. Das überlassen die anderen. Gut gemacht, Inspektor Lestrade. Diese feinen Schnösel. Ich kann sie nicht ausstehen. Sie steigen in meiner Achtung, Lestrade. Ach, lassen Sie mich doch hin. So etwas ist mir in meiner ganzen Zeit bei der Polizei noch nicht passiert. Ich weiß nicht, ob ich das jemals vergessen kann. Das hier ist Sherlock Holmes, Sir, und das dort... Dr. Watson, wie ich vermute. Genau. Abeline. Frederick George Abeline. Ich untersuche den Ripper-Fall. Auch einen Schluck? Danke, nein. Ich könnte einen brauchen. Holmes, auch ich entdecke neue Seiten an Ihnen. Ich schwöre bei Gott, mit einem solchen Anblick hatte ich nicht gerechnet, bitte. Er hat gewütet wie ein Irrer. Ja, wie ein Irrer. Ist das Mary Kelly? Wir konnten sie nur an ihrer Kleidung identifizieren und an ihren Haaren. Nicht wahr? Sie haben sie doch noch kurz zuvor gesehen, Holmes. Ja, sie muss es sein. Sie trug dieselben Sachen. Ist sie so verstümmelt, ja. Vom Gesicht ist fast nichts mehr übrig. Gott sei Dank, dass er sie vorher getötet hat. Wie immer? Der Hals durchschnitten mit einem riesigen Schnitt. Aber der Rest, Himmel. Die Brüste hat er abgeschnitten und dann hat er sie ausgeweidet. Hören Sie auf! Das Herz fehlt. Es war eine Raserei, anders kann ich es nicht erklären. Ein Blutbad. Eine Blutmesse. Er muss völlig von Sinnen gewesen sein. Und was er sonst noch angerichtet hat im Zimmer mit ihren Überresten. Sie meinen, es wird von Mal zu Mal schlimmer? Ja. Ach, kommen Sie doch morgen zum Yard. Lestrade muss ein Protokoll aufnehmen. Natürlich. Und wo fände ich Sie? Neben Charles Warren. Bis dann, Lestrade. Das Kokain bringt Sie noch unter die Erde, Holmes. Meinen Sie? Ich wette, Abeline wird vor mir dort sein. Wieso? Haben Sie gestern nicht bemerkt, dass er trinkt? Und? Regelmäßig. Er ist Alkoholiker. Nun ja, wer wäre das in seinem Beruf nicht? Es hat Sie mitgenommen, was, Holmes? Für wen halten Sie mich? Natürlich hat es mich mitgenommen. Aber es hat nicht meine kleinen Fähigkeiten beeinträchtigt. Inwiefern? Mir sind ein paar Dinge aufgefallen. Zum Beispiel, wie wenig Zeit ist vergangen, nachdem Mary Kelly sich verabschiedet hatte. Das Morden aber hat Zeit gebraucht. Oder wie viel Glück der Mörder immer gehabt hat. Auch dieser Mord ist fast in der Öffentlichkeit passiert. Dennoch hat ihn auch hier niemand erwischt, wie bei den anderen Verbrechen auch, die in Höfen stattfanden, auf der Straße, als viele Menschen unterwegs waren. Vielleicht wurden die Morde nicht dort verübt, wo man die Leichen fand. Hervorragend, Watson.
Ja. So wird es gewesen sein, denke ich. Aber das ist nicht alles. Warum hat Warren den Text weggewischt? Warum hat man Mary Kellys Tür aufgebrochen und dabei Spuren verwischt? Warum trinkt Abilene? Tut er das nicht schon immer? Dafür sind seine Kleider zu sorgfältig gepflegt. Wäre er ein Säufer seit langem, sähe er anders aus und räche anders. Watson, das sollten Sie wissen. Außerdem liebt ihn seine Frau noch. Holmes. Würde sie sonst bei ihm bleiben, obwohl er so stark trinkt? Woher wollen Sie das wissen, dass sie noch bei ihm ist? Wenn ich mich daran erinnere, wie Sie aussahen, als Ihre Frau krank war und sich nicht um Ihre Kleidung kümmern konnte. Sie wissen auf alles eine Antwort, Holmes. Nur nicht auf die entscheidende Frage, Watson. Warum hat der Ripper Mary Kelly mehr verstümmelt als die anderen? Hasst er sie so sehr, dass er das nur bei ihr getan hat? Oder hat er nur geübt bei den anderen? Ich glaube, Watson, der Schlüssel zu allem liegt im Mord an Mary Kelly verborgen. Aber wo? Notieren Sie bitte einmal, Watson. Anschriften. Anschriften. Nun ja, ich höre. Also, Flower Street 56 und Dean Street. Flower Street 52 und Dean Street. Mhm. Flower Street 55 und Dean Street. Mhm. Dorset Street 35, Dorset Street 29. Und? Das sind Adressen? Am Tag vor ihrer Ermordung hielt sich Mary Nichols unter der ersten Adresse auf. Liz Stride, am Tag vor ihrer Ermordung unter der zweiten. Catherine Eddowes verbrachte den Nachmittag unter der dritten. Annie Chapman versuchte, unter der vierten unterzukommen. Und Mary Kelly wohnte in der letzten. Falsch, Holmes. Mary Kellys Adresse war Miller's Court 13. Das ist der hintere Teil des Hauses Dorset Street 29. Bitte noch einen Tee, Watson. Gut, die fünf wohnten in derselben Gegend. Sie kannten sich, aber was sagt das schon aus? Haben Sie eine Ahnung, wie viel Prostituierte es in London gibt, Watson? Aber Holmes... Keine Prüderien, Watson. Die Polizei schätzt etwa 1200 bis 1300. Ist es angesichts dieser Zahl nicht überraschend, wenn alle Ermordeten im Umkreis der Dorset Street wohnen? Vielleicht wohnt der Täter dort. Jack? Volltreffer, Watson. Oder er hat dort irgendeine Bleibe, sei es auch nur eine vorübergehende. Aber ist das alles? Bedeutet es nicht doch etwas, dass diese Frauen sich gekannt haben? Schon gut, Holmes, aber was? Tja, wenn wir das wüssten, Watson, dann wären wir weiter. Kleine Pistazientörtchen sind köstlich, nicht wahr? In der Tat. Sie lesen schon wieder dieses merkwürdige Blättchen? Die Cambridge Review? Ich finde sie nicht uninteressant. Man kann darin wahre Trouvaillen machen. Sehr schöne Gedichte. Interessante Geschichten. Ich bevorzuge Statistiken. Ich weiß, Holmes, ich weiß. Jetzt hören Sie sich das an, Holmes. Ein Gedicht? Um Himmels Willen. Es heißt Im Hinterland. Wie überaus poetisch. Während ich einsam durchs Hinterland schlenderte, begegnete mir eine Frau, und sie gefiel mir nicht. Mir gefiel nicht der Gang dieser Frau, mit schwingenden Hüften, groben Knochen, aus den Fugen geraten und eckig. Ich will dieses Mädchen nicht wiedersehen. Ich mochte sie nicht. Und es störte mich nicht, beseitigte, tötete oder unterpflügte man sie. Sie schien keinem nützlichen Zwecke zu dienen und war auch ganz sicher nicht schön. Wie heißt der Verfasser? Moment. Hier unten steht's JKS, mehr nicht, quasi anonym.
Der Herausgeber heißt Steven, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht stammt das Werk aus seiner Feder. Ach ja. Aber Sie haben recht, Watson. Ein merkwürdiges Gedicht. Ein sehr merkwürdiges. Der Verfasser mag keine Frauen, was? Nun ja. Das ist nicht selten, meinen Sie? Ich weiß nicht. Sie sind und bleiben prüde, Watson. Was glauben Sie, produziert unser Schulsystem am häufigsten? Ich weiß nun wirklich nicht, worauf Sie jetzt wieder hinaus wollen, Holmes. Waren Sie nicht auf einer unserer wunderbaren Elite-Schulen? Ich bin im Ausland erzogen worden. Afghanistan, Indien. Ich vergaß, natürlich. Nun, ich hatte das große Vergnügen, an einer solchen Schule zu sein, Watson. Was lernen Sie dort? Sie begehen einen Fehler. Die Folge? Strafe. Meist von einem der jüngeren Lehrer mit einem Rohrstock vollzogen. Man erwischt Sie dabei, wie Sie einer hübschen jungen Frau nachsehen. Die Folge? Strafe, Rohrstock, der Lehrer, wie gehabt. Bei jeder, auch der kleinsten Verfehlung, Strafe. Nun übertreiben Sie aber. Leider nicht, Watson. Und wenn Sie besonderes Glück haben, wird diese Strafe vor den anderen Schülern vollstreckt. In der Klasse, auf der Schulbank. Hose runter. Bitte, Holmes, verschonen Sie mich mit derlei unappetitlichen Einzelheiten. Ach, Watson, Watson, Sie haben manchmal so die Neigung, die Augen zu verschließen vor der Welt. Können Sie sich nicht vorstellen, dass diese Vorgehensweisen eine, nun ja, gewisse Distanz zum weiblichen Geschlecht schaffen? Also, Holmes, jetzt gehen Sie wirklich zu weit. Noch einen Tee, Watson? Gerne. Und deswegen schreiben manche Männer solche Gedichte. Und vielleicht begehen sie auch Morde. Holmes, jetzt bringen Sie etwas durcheinander. Meinen Sie? Nun ja, wir werden ja sehen. Also dann? Auf, Watson. Wohin, Holmes? Zur Polizei. Genauer zu Frederick George Aberline. Die Fotos sind noch nicht fertig. Sie werden keinen erfreulichen Anblick bieten. Sicherlich nicht. Was führt Sie zu mir? Nun, was einem braven Untertan Ihrer Majestät herführt, Mr. Aberline. Wir wollen Ihnen unsere Unterstützung anbieten. Wirklich? Das wäre das erste Mal, Mr. Holmes. Ich fürchte, mein alter Freund Lestrade hat Sie da ein wenig falsch unterrichtet. Darf ich mich setzen? Oh, aber bitte. Sie auch, Dr. Watson? Danke, gern. Untersuchen Sie alle Morde oder nur den letzten? Eigentlich alle. Ich verstehe. Wer ist es, der Ihnen Steine in den Weg legt? Warren? Sie erwarten doch nicht, dass ich darüber spreche. Nein. Mein Freund Dr. Watson hat eine interessante Theorie. Ja? Wir vermuten, dass die Morde nicht dort begangen worden sind, wo man die Leichen gefunden hat. Jedenfalls nicht alle. Wie kommen Sie auf diese Idee? Das liegt doch auf der Hand. Ach. Die Verbrechen wurden an bevölkerten Ecken begangen. Niemand hat etwas gehört oder gesehen. Oder wollte etwas hören oder sehen. Vergessen Sie bitte auch nicht die fehlenden Blutspuren. Bis auf Mary Kelly. Bis auf Mary Kelly, ja. Moment mal, Sie entschuldigen mich, meine Herren. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Lassen Sie mich nur machen, Watson. Ich kann jetzt nicht, ich habe hohen Besuch. Hohen Besuch, ich weiß. Komm, Lestrade, hören Sie damit auf. Wer ist es denn? Eine gewisse... Maxwell, Schatz, Maxwell, Caroline Maxwell, Mrs. Caroline Maxwell, um ganz genau zu sein. Bitte. Ja, was will sie denn? Sie hat etwas gesehen, behauptet sie. Was denn? Was Interessantes, Schatz, was wirklich Interessantes. Ja, das kennen wir schon. Schmeißen Sie sie raus, Lestrade. Also kommen Sie, gute Frau. Hunden weg, mein Junge, da. Das passt zu euch Bullen. Dass ihr eine Frau nur betatschen könnt, bitte, ihr. Hunden weg, habe ich gesagt. Wo ich doch die Black Mary gesehen habe. Halt! Die Black Mary! Aber Mr. Holmes, solche Weiber haben wir haufenweise hier gehabt in den letzten Tagen. Was glauben Sie, was... Einen Versuch wäre es doch wert, oder?
Kommen Sie doch herein, Mrs. Maxwell, verehrter Herr. Mrs. Caroline Maxwell. Nehmen Sie doch Platz, Mrs. Maxwell. Mr. Holmes, Sie befinden sich schon hier im... Gut, Inspektor, lassen Sie ihm sein Vergnügen. Sitzen Sie bequem. Klar. Verflucht trockene Luft hier, was? Sicher. Einen Tee, Mrs. Maxwell? Nee. Ich verstehe. Haben wir etwas Anregendes, Inspektor Aberline? Nein. Na, nur raus damit, Aberline, raus damit. Sie sehen doch, dass Sie eine Dame vor sich haben. Ja, ja, also so nur auch wieder nicht. Für den Kreislauf? Bitte? Mr. Holmes meint, es wäre vielleicht gut für Ihre Gesundheit. Ach, Sie sind wirklich? Das ist Sherlock Holmes, richtig. Verdammt. Also jetzt könnte ich einen Schluck gebrauchen. Bitte sehr, Mrs. Maxwell. Auf Ihr Wohl. Danke auch, Mister. Der geht runter. Noch einen Schluck Medizin, Mrs. Maxwell? Nun, ach nein, dazu bin ich doch zu sehr Dame. Verzeihen Sie, Mrs. Maxwell. Nun? Nun was? Nun, Sie wollten uns doch etwas über Mary Kelly erzählen. Klar, ich habe sie gesehen. Gesehen? Wo? Wann? Ich meine, wann ist das gewesen und wo? Aber Mr. Holmes, ich bitte Sie, lassen Sie sie. Habe ich's doch gewusst. Der will mir nicht glauben, bloß weil ich eine einfache Frau bin. Sehen Sie aber mal, was Sie da anrichten. Nur Ruhe, Mrs. Maxwell. Ich glaube Ihnen. Sie sind wirklich ein Gentleman, Mr. Holmes. Watson! Also, Mrs. Maxwell? Es war Miller's Court am Eingang. Ich wollte einkaufen in Bishopsgate. Da gibt's einen Laden, der verkauft altes Brot und das ist... Schon recht, gute Frau, jetzt machen Sie voran. Bitte unterbrechen Sie doch nicht dauernd. Danke auch, Mr. Holmes. Und da stand sie, die Black Mary. Ganz bleich war sie und hielt sich an der Wand fest. Ich habe sie gefragt, was denn los ist. Und da sagt sie, ja, sagt sie, ich habe ein paar Bier zu viel getrunken. Und da ist mir alles wieder hochgekommen, sagt sie. In Britannia, um die Ecke. Und ich habe ihr gesagt, dass es mir leid tut und bin einkaufen gegangen. Und? Als ich wieder zurückkam, ging es ihr wohl besser. Sie stand vor dem Britannia und machte einen, ich meine, sprach mit einem Herrn. Ja. Mit einem wirklichen Herrn. So gut war der angezogen. Sie haben ihn erkannt. Solche Herren sieht man sonst nie. Nee, den kannte ich nicht. Ach, mein Gott, mir wird ganz schlecht, wenn ich an die arme Mary denke. Ich verstehe. Ja, vielleicht noch einen Schluck Medizin, was? Bitte sehr. Danke. Danke sehr. Wann war das? Was? Als Sie Mary Kelly gesehen haben. Um 8 Uhr morgens. Naja, so gegen 8, würde ich sagen. Wann genau? An welchem Tag? Na, am 9. November. Um 8 Uhr am 9. November, das weiß ich genau. Weil der Laden in Bishopsgate nur an diesem Tag... Da hören Sie es, Mr. Holmes. Absoluter Unsinn. Am 9. November um 8 Uhr früh war Mary Kelly schon mindestens 4 Stunden tot. Hey! Soll das heißen, dass Sie mich eine Lügnerin nennen? Ja, vielleicht haben Sie sich in der Zeit geirrt. Ich bin doch nicht blöd. Ich meine, ich weiß doch, was ich sage. Watson? Holmes? Kommen Sie, ich muss nachdenken. Also, Mr. Holmes, Sie... Es war nett, Sie zu sehen, Mr. Aberline. Mrs. Maxwell, meine Empfehlung an den Gemahl. Auf Watson. Mr. Holmes. Holmes. Sie werden doch nicht glauben, was diese Frau gesagt hat. Immerhin zeigt sie alle Symptome schwerer Trunksucht. Aberline auch, und ist ein guter Polizist. Aber Holmes, das ist unwahrscheinlich. Sie haben die Leiche doch selbst gesehen. Nun, Watson, Sie kennen doch meine Regel. Wenn man das Unmögliche ausschließt und nur das Unwahrscheinliche übrig bleibt, dann ist das eben die Wahrheit. Aber jemand ein paar Stunden nach seinem Tod zu sehen, das ist mehr als unwahrscheinlich, Holmes. Das ist unmöglich. So sieht es aus, in der Tat, ja. Und nun? Wir haben praktisch nichts in der Hand, Watson. Nur ein paar lose Enden, aber die passen nicht zusammen. Das heißt, wir müssen mit der Untersuchung erst einmal anfangen. Das kann die Polizei besser. Nein, Watson. Ich möchte noch einmal etwas anderes versuchen. Zum Britannia-Kutscher! Ich möchte mich noch einmal in der Gegend umsehen.
was suchen Sie, Holmes? Wenn ich das wüsste, wenn ich das wüsste. Ich fürchte, ich bin genauso hilflos wie Eveline oder Warren. Defätismus passt überhaupt nicht zu Ihnen, Holmes. Watson. Holmes. Diese Leute. Wieder? Die Jüngelchen im Frack? Die haben wir doch schon einmal gesehen. Ja? Hier, ich erinnere mich, natürlich. In der Nacht, in der Mary Kelly starb, in der ich die Leiche fand. Sir? Sie reden von uns? In der Tat. Wie? Wie kommen Sie dazu? Ich sagte gerade zu meinem Freund Dr. Watson, dass ich mich erinnerte, Ihnen hier an dieser Stelle oder nicht allzu weit von hier entfernt schon einmal begegnet zu sein. Ach, Sie glauben, sich zu erinnern? Nun, ich denke schon. Moment mal, Jackie. Was ist los, Monty? Hast du nicht gehört, Dr. Watson? Vielleicht handelt es sich um... Was du meinst? Verzeihung, Sir. Mr. Holmes, wie ich vermute. In der Tat. Oder erwarten Sie, dass ich elementar sage? Nun, Sir, ich habe Ihre Abhandlung über südamerikanische Pfeilgifte gelesen. Höchstlich interessant, ja. Fast fesselnd. Die Möglichkeiten, damit Verbrechen zu begehen, sind vielfältig. Das lenkt Sie vom Alltag eines Anwaltes ein wenig ab, nicht wahr? Mein Gott, Sie sind es wirklich. Kennen wir uns etwa? Das war nun nicht einmal ein kleiner Trick. Wenn Sie das Strand Magazine erwähnt hätten, wäre es ein anderer Ding gewesen. Aber der Aufsatz über die südamerikanischen Pfeilgifte erschien in den Jahresheften der Temple-Gesellschaft und ist also nur Anwälten zugänglich. Wie immer, wenn man es erklärt bekommt, scheint es einfach. Geben Sie uns die Ehre, ein Glas mit uns zu trinken, meine Herren. Ich weiß nicht, Monty. Ich glaube, wir haben keine Zeit, mein Herr. Aber gerne, Mr. Druid. Montague Druid, wenn's beliebt. Auch wenn's nicht beliebt. Und mein Freund hier... Ich kann mich selber vorstellen, Monty. Ich heiße Stephen. James Kenner Stephen. Sehr erfreut. Darf ich das Britannia empfehlen? Man braut dort ein vorzügliches Bier. Das ist uns nicht unbekannt, Sir. Mach keinen Quatsch, Monty. Das wird ein Heidenspaß, Jackie. Sie kennen sich in der Gegend hier aus. Sicher, wir haben hier ein... Wir haben hier schon öfter ein Bier getrunken. Die Gesellschaft, die Stimmung. Haben Sie sich etwas getan, Watson? Nicht der Rede wert. Rüpel! Diese schwarzen Kutschen sieht man kaum bei dieser schlechten Beleuchtung. Sie haben sich Ihren Schal schmutzig gemacht, Watson. In der Tat. Ist das Farbe? Ja, sieht so aus. Schwarze Farbe. Wo die herkommt... Ja, auf diesen Schreck, meine Herren, brauchen wir ein besonders großes Bier. Ja. Oh, ja. Und Mr. Holmes? Haben Sie schon eine Spur des Rippers? Ich untersuche noch, Mr. Stephen. Mit Erfolg? Ich bin nicht unzufrieden. Die Polizei hat er genarrt, diese Rippe. Dort hat man auch noch keinen blassen Schimmer, was? Wird er nicht vielleicht auch Sie narren, Mr. Holmes? Was bringt Sie zu der Überzeugung, ich könne in ihm meinen Meister finden? Nun, wäre das nicht die Erfüllung eines Verbrecherlebens, den großen Sherlock Holmes an der Nase herumzuführen? Gewissermaßen gleichbedeutend mit dem Erklimmen des Olymps der gefallenen Engel. Sie gebrauchen eine poetische Sprache, Mr. Stephen. Jackie ist ja auch ein Dichter. Ach, kann ich schon einmal etwas von Ihnen gelesen haben? Er gibt die Cambridge Review heraus. Kennen Sie die Zeitschrift? Aber natürlich. Holmes, ist das nicht... Ja, aber... Wir wollen diese kleinen poetischen Versuche doch nicht überbewerten. Stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel, Mr. Stephen. Dr. Watson hier ist ein Freund der Poesie. Vielleicht können Sie ihm ein paar Zeilen Rhythmisches präsentieren. Prima, Jackie. Los, zeig, was du kannst. Monty, bitte. Oh ja, Mr. Stephen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Moment, hier habe ich's. Bitte hör auf damit. Hören Sie zu. Wollt man alle Schäden, die Frauen angerichtet haben... in einem Bündel zusammenrollen, wäre die Erde zu klein, es zu tragen. Der Himmel könnt's nicht umfassen. Lass das jetzt, Monty. Und die Sonne könnt's nicht beleuchten, noch erwärmen. Solche Massen des Bösen würden den Teufel verblüffen und in Schwung ihn halten, während das Rad... Schluss jetzt, verdammt nochmal! Entschuldige, Jackie. Aber warum denn, Mr. Stephen? Das waren sehr schöne Zeilen. Wirklich sehr erleuchtend, sehr ergreifend. Danke. Wirklich, ich schmeichle mir ein wenig, ein Kenner zu sein. Mein Freund hat nicht viel übrig für Lyrik. Siehst du, Jackie, und du meinst immer, es sei nichts wert. Ich meine, was du schreibst. Dürfte ich, nun, wenn es nicht so unbescheiden ist, ich...
Ich habe eine kleine Sammlung von Autographen und ich würde mich sehr geehrt fühlen. Ich weiß nicht, ob ich in einer solchen Sammlung... Ich glaube doch. Vor ein paar Jahren hat auch noch niemand geglaubt, dass eine Unterschrift von Mr. Wilde einmal von Interesse sein könnte. Außer ihm selber, versteht sich. Geben Sie schon her. Wenn es was wert sein wird, möchte ich aber beteiligt sein. Danke, Mr. Steven. Was ich aber bezweifle. Mr. Steven, ist das, was uns da vorgetragen wurde, Ihre Form von Lyrik? Manchmal, ja. Haben Sie ein Pied-à-terre hier in der Gegend? Wie kommen Sie darauf? Nun, der Bequemlichkeit halber. Ich kenne eine Menge Gentlemen, die dergleichen haben. Man munkelt sogar der Prince of Wales. Ach. Nun, Monty, ich denke, es wird Zeit. Trink dein Bier aus. Meine Herren, es hat mich sehr gefreut, den berühmten Sherlock Holmes einmal von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen. Vielen gefällt das nicht. Das kann ich mir denken. Monty? Hören Sie, Holmes? Was ist das? Ich habe keine Ahnung, Watson. Das wird wieder so ein Umzug sein. So ein Umzug? Naja, die Leute hier im Viertel, sie regen sich auf, sind beunruhigt wegen des Rippers. Sie glauben, niemand hilft ihnen, niemand unterstützt sie. Sie meinen, man wolle etwas vertuschen. Mann? Naja, die königliche Familie ist wohl... Halt die Klappe, Monty. In meiner Gegenwart keine lästerlichen Reden über das Königshaus. Ich wollte ja nur erklären... Schon gut. Meine Herren... Tja, Watson, was will uns dieses Gespräch sagen? Dumme Jungen, Holmes. Die Frauen nicht mögen? Zumindest der eine, der Dichter. Ja, der Dichter. Dennoch, Watson, haben Sie einen klugen Schachzug unternommen, als Sie sich seine Unterschrift besorgt haben. Ich habe bei Ihnen gelernt, Holmes. Das ist brav, Watson. Doch nun wollen wir uns die unruhigen Bewohner dieses Teils der Londoner Stadt einmal aus der Nähe ansehen und anhören, nicht wahr? Passen Sie auf Ihre Wertsachen auf, Watson. Das ist eine wunderbare Gelegenheit für Taschendiebe. Wo sich Elend und Wut artikulieren, ist das Verbrechen nie weit. Sie sind ein Zyniker, Holmes. Ein Realist, Watson. Das ist etwas anderes. Ein Zyniker liebt die Menschen und ist von ihnen enttäuscht. Ich sehe sie so, wie sie sind. Kann also nicht enttäuscht und folglich nicht zynisch werden. Volkes Stimme. Wut? Angst. Eddie, warum nennen Sie ihn immer wieder? Man hat vermutlich den Eindruck, das Königshaus sei irgendwie verwickelt. Sie erstaunen mich, Holmes. Ich lese Zeitungen, Watson. Volkes Stimme äußert sich hin und wieder, auch in geschliffener Form, in Briefen an den Herausgeber der Times. Von weniger wohlangesehenen Wettern ganz zu schweigen. Da ist Lestrade. Oh, unser Freund. Holmes. Wie kommen Sie hierher? Ich flaniere. Wie wahrscheinlich. Die Bevölkerung des East End in Aufruhr? Wie konnte das kommen? Ein paar wollen den Enkel der Königin gesehen haben. Eddie? Prinz Albert Victor, jawohl. Sie kennen Ihren Gotha Lestrade. Aber er war es doch nicht, oder? Was macht Sie da so sicher, Holmes? Sie nehmen doch nicht an, dass irgendjemand von den Leuten hier Prinz Eddie schon einmal zu Gesicht bekommen hat? Nun ja... Die Königin würden Sie vielleicht gerade noch erkennen, aber sonst, die Familie lässt sich hier ja wohl kaum sehen. Jedenfalls nicht im vollen Monat. Watson, haben Sie noch alles? Ich hoffe, Holmes. Lassen Sie den wackeren Lestrade seine Pflicht tun, das Volk abzuwiegeln. Wir wollen einen Schlummertrunk in gepflegterer Atmosphäre zu uns nehmen. Nehmen Sie wohl, Inspektor. Einen schönen Abend noch. Vielen herzlichen Dank. Schönen Abend. Gesagt. Der gute Lestrade wird sich nie ändern, Watson. Immer guter Laune, auch in schwierigen Situationen. Und wir, Holmes? Wir? Nun, was denken Sie, werden wir tun? Wie ich Sie kenne, werden Sie sich diesen Dichter einmal näher ansehen wollen. Und seinen so überaus reizenden Begleiter getroffen, Watson. Man lernt nie aus. Sehr zufriedenstellend, Watson. Dr. Watson. Guten Tag, Mrs. Hudson.
Ist Mr. Holmes zu sprechen? Ich fürchte nicht, Dr. Watson. Ich habe ihn, um ehrlich zu sein, seit Tagen nicht gesehen. Ich auch nicht. Deshalb bin ich hier. Ich fürchte, wenn ich offen sprechen darf, Dr. Watson... Ich bitte darum, Mrs. Hudson. Ich bin sein Freund und Arzt. Ich fürchte, er ist wieder in einer seiner Unternehmungen unterwegs. Hoffentlich nichts Ernstes, Sir. Das will ich auch hoffen. Nun, wenn er nicht da ist, werde ich wieder gehen. Vielleicht können Sie ihm von meinem Besuch berichten. Selbstverständlich, Dr. Watson. Oh, Watson. Pardon, einen schönen Tag, Mrs. Hudson. Mr. Holmes, wir waren schon in Sorge. Ja, keine Ursache, keine Ursache. Alles in bester Ordnung. Kommen Sie, Watson. Sie hätten zu keiner besseren Gelegenheit hier sein können. Es gibt viel zu berichten. Soll ich den Tee servieren, Sir? Tee? Lassen Sie sehen. Nein, ich denke, die Stunde ist fortgeschritten genug, um statt Tee ein Glas Port zu sich zu nehmen. Auf, Watson! Gerne, Sir. Dann wollen wir mal. Vielen Dank, Mrs. Hudson. Watson, auf Ihr Wohl. Auf das Ihre, Holmes. Nun? Was? Umsonst sind Sie nicht so gut gelaunt, Holmes. Sie haben etwas erfahren, nicht wahr? Zu wem dieser charmante Mr. Steven, Sie erinnern sich, Ihr Dichter, gehört? Er ist nicht mein Dichter. Na, schon gut, schon gut. Also, er war Hauslehrer von Prinz Albert Victor... Nein. Doch. Eddie, wie ihn seine liebenden Untertanen nennen, war gemeinsam mit unserem Dichter in Cambridge. Die gute alte Schulkrawattengesellschaft. Und, was sagt uns das, Holmes? Nichts, Watson. Sie werden doch nicht glauben, Holmes, dass die Königin... Nichts ist unmöglich, Watson. Ich werde noch ein wenig Meinungen und Äußerungen ausstreuen und dann werden wir sehen. Was? Ob die richtigen Leute sich bei mir melden. Oder die falschen. Und bis dahin? Wenn wir uns ein wenig mit Mr. Druid beschäftigen, über den es auch Interessantes zu berichten gibt. Der junge Anwalt. Na ja, was der Anwalt heißt. Ach, höre ich Probleme dieses Herrn heraus? Darf ich noch einen Schluck haben, Holmes? Aber gerne, Watson. Nun, wie man es nimmt, stammt aus guter Gesellschaft, wie man mir versicherte. Der Vater war Chirurg und Friedensrichter. Hört, hört. Ein Mann von untadelig christlicher Gesinnung. Ich zitiere dabei einen guten Bekannten. Der Sohn, Privatschule, Oxford, eine nicht allzu große Anwaltskanzlei, dazu Lehrtätigkeit, verheiratet. Alles in allem ein Mann, der es sich gut, aber nicht zu gut gehen lässt. Und Steven, der Dichter, wie Sie sich auszudrücken belieben? War schon an der Schule dafür bekannt, stets einen Kreis munterer Gesellen um sich zu scharen. Munterer und, hören Sie aufmerksam zu, Watson, und junger Gesellen. Ach, Holmes. Dazu soll auch unser Mr. Druid gehört haben. Ich mag da nur dessen Gattin bedauern. Sie, Holmes, und Mitleid mit Frauen? Ich bin ja kein Unmensch, Watson. Sie wissen, ich bewundere sie. Und manche... Aber das ist eine andere Geschichte. Irene Adler. Eine andere fällt Ihnen wohl nicht ein, was? Immer wieder nur diese Frau. Eine attraktive, zugegeben, aber es gibt auch andere. Holmes, soll das der Beginn einer Indiskretion werden? Nichts weniger als das, Watson. So gut sollten Sie mich kennen. Ja. Mr. Holmes, das hat ein Bote abgegeben. Nur herein, Mrs. Hudson. Eine Notiz, Watson. Aufgemerkt. Vielleicht ist es schon die Einladung, die ich erwarte. Nein, aber auch nicht uninteressant. Brauchen Sie noch etwas, Mr. Holmes? Was ist es? Nein, Mrs. Hudson, vielen Dank. Ein Brief, genauer... Eine Bitte um ein Rendezvous. Von? Lassen Sie sich doch nicht alle Würmer aus der Nase ziehen, Holmes. Unterschrieben ist die Einladung mit Montague Druid. Schau an. Ja, er will mich sprechen. Uns, denke ich. Er bittet uns, gegen 8 Uhr abends in Thornycroft zu sein. An der Themse. Das ist eine üble Gegend, Holmes. Eine Falle, meinen Sie, Watson? Nun, ich glaube nicht. Aber ich gestehe, wir sollten uns nicht ganz ohne metallenen Schutz hinbegeben. Ich weiß nicht, Holmes. Mir ist etwas unwohl. Das wäre London ohne seinen Nebel, Watson. Nun, ich kann darauf verzichten. Aber gerade Ihnen müsste doch die romantische Atmosphäre gefallen, Watson.
Die Gestalten, die durch den Nebel schleichen oder schreiten. Ein gurgelndes Geräusch, hastende Schritte. Und dann der markige Ruf eines Vertreters der Gerechtigkeit. Ich will verdammt sein, wenn das nicht... Inspektor Lestrade, wir sehen uns, so scheint es, in der letzten Zeit häufiger. Was führt Sie hierher, Holmes? Ich könnte sagen, ein kleiner Spaziergang. Um diese Zeit? In dieser Gegend? Nun, meine Neigungen sind ja ein wenig abseitig, wie Sie zu sagen belieben, Lestrade. Aber ich will in der Tat den Spaß nicht auf die Spitze treiben. Und es ist keiner. Ich erhielt einen Brief mit der Bitte, mich hier einzufinden. Einen Brief? Hier ist er. Den könnten Sie selbst geschrieben haben. In der Tat. Aber hätten Sie die Freundlichkeit, mir zu erzählen, Sie werden Ihren Mr. Druid nicht mehr antreffen, Holmes. Jedenfalls nicht mehr in einem Zustand, der es zulässt, dass er sich mit Ihnen unterhält. Holmes, dort. Was ist geschehen? Selbstmord. Ein Ruderer hat die Leiche gefunden. Der arme Kerl ist völlig mit den Nerven herunter. Eine Wasserleiche ist kein schöner Anblick, auch wenn sie erst seit kurzem im Wasser lag. Darf ich ihn sehen? Was bringt Sie auf den Gedanken, er habe sich selbst getötet? Steine in den Taschen seines Mantels, typisch. Man könnte damit auch die Leiche beschwert haben. Sie haben auf alles eine Antwort. Dafür werde ich bezahlt. Darf ich? Haben Sie etwas zu schreiben dabei, Watson? Immer, Holmes. Notieren Sie, Watson. Also, etwas Münzgeld, etwa 23 Pfund. Zwei Schecks auf die London Provincial Bank. Einer über 50, der andere über 16. Ansehnliche Summe. Ja, in der Tat. Eine silberne Uhr, Goldkette. Eine halbe Rückfahrkarte von Charing Cross. Kein Brief? Nein. Nun, was sagt uns das, Lestrade? Keinerlei Gewaltanwendung, Selbstmord, ohne Frage. Nachdem er mich hierher bestellt hatte? Sagen Sie, Lestrade, Sie haben doch schon den einen oder anderen Selbstmörder gefunden. Das kann man wohl sagen. Wie viele Selbstmörder, die sich in die Themse stürzen, lösen eine Rückfahrkarte? Wie viele tragen Schecks mit nicht unbeträchtlichen Summen bei sich? Nun, manchmal sind das komische Leute. Ach. Was sind das für Leute, Inspektor? Sir Charles. Beantworten Sie meine Frage. Mein Name ist Holmes, Sir Charles. Sherlock Holmes. Ach, ich habe von Ihnen gehört. Sie neulich schon gesehen, wenn ich mich nicht irre. Ich wüsste nicht, was Sie hier zu suchen haben. Ich bin eher zufällig hier vorbeigekommen. Dann verziehen Sie sich. Zufällig. Dies hier ist keine Sache für Amateure. Ich wüsste nicht, was die sogenannten Profis... Lassen wir den Leiter von Scotland Yard seine verantwortungsvolle Arbeit erledigen, Watson. Für uns in der Tat bleibt nur der Abschied. Allein an einem Tatort. Wirklich, Inspektor, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das sind Subordinationen, die ich nicht dulden kann. Aber Sir, Insubordination. Nun, Watson, was lehrt uns das? Doch sicherlich eins. Nämlich, dass jemand Angst hat... Und zwar nicht so wenig. Aber Holmes, glauben Sie an einen Selbstmord? Sie? Mit Rückfahrkarte? Ich denke, jemand wollte das nur vortäuschen. Ich fürchte, der Tod des armen Mr. Druid hat mit dem geplanten Treffen mit Ihnen zu tun, oder? Sehr zufriedenstellend, Watson. Das und die Nervosität von Sir Charles Warren lässt mich langsam klarer sehen. Außerdem werde ich bald einen Besuch machen, der mir noch mehr Klarheit verschaffen wird. Wo? Im Buckingham Palace. Und zwar noch heute. Und woher wollen Sie das wissen? Vor dem Haus hält gerade eine Kutsche. Sie trägt unzweifelhaft das königliche Wappen. Keine Hellseherei, Watson, sondern lediglich scharfe Augen. Sherlock. Mycroft, gut, dich zu sehen. Du kennst ja Sir Charles Warren.
Natürlich. Ich habe Ihre Majestät ausdrücklich gewarnt. Aber sie hat, wie so oft, leider nicht auf Sie gehört, Sir Charles. Ich wüsste nicht... Was mein Bruder helfen könnte. Nun, Ihre Majestät sieht das anders. Der Yard wird dann dafür bezahlen müssen, dass ein Amateur in diesem Fall herumschnüffelt. Kein Amateur hätte so viele Fehler gemacht wie Ihre so professionellen Mitarbeiter, Sir Charles. Mr. Holmes, wenn wir hier nicht bei Hofe wären... Meine Herren, Ihre Majestät wünscht Sie zu sehen. Danke, Mr. Brown. Ich hoffe, Ihre Majestät ist wohl... Wie immer, Mr. Holmes, wie immer. Wie erfreulich. Sherlock, ich darf bitten. Meine Herren? Majestät, ich möchte... Lassen Sie die Förmlichkeiten, Sir Charles. Bitte nehmen Sie Platz. Darf ich Ihnen ein Glas Punsch anbieten? Nein, vielen Dank. Gern. John, bitte servieren Sie Mr. Holmes ein Glas. Mir auch. Natürlich. Majestät, ich möchte noch einmal ausdrücklich meinen schärfsten Protest einlegen gegen dieses Gespräch. Sir Charles, ich schätze die Arbeit Ihrer Polizei, aber diese Arbeit hat bislang noch keine besonders nennenswerten Ergebnisse gebracht. Oder irre ich mich da? Nun, vielleicht... Mr. Holmes... Verzeihung, Mr. Mycroft Holmes, muss ich jetzt ja wohl sagen. Würden Sie die Güte haben, mich mit Ihrem Bruder allein zu lassen? Aber selbstverständlich, Majestät. Und vielleicht können Sie Mr. Mycroft Holmes Gesellschaft leisten, Sir Charles. Ich verstehe. Natürlich, Majestät. Erwarten Sie Post von mir? Nun, denken Sie hin. Ich wünsche nur, mit Mr. Sherlock Holmes allein zu plaudern. John, würden Sie... Bitte, meine Herren. Bis nachher, ciao. Ich war gespannt auf Sie, Mr. Holmes. Zu viel der Ehre, Majestät. Ich will nicht drumherum reden, Mr. Holmes. Es ist Ihnen nicht entgangen, welche Unruhe die Morde in Whitechapel ausgelöst haben. Nein, es ist mir nicht entgangen. Man macht die Juden dafür verantwortlich. Auch, ja. Ein Albert, das noch hätte erleben müssen. Oder Mr. Disraeli. Es hätte unangenehme Folgen haben können. Glauben Sie, dass Juden damit zu tun haben? Nein. Haben Sie eine Vermutung? Nein. Auch keine kleine? Nur eine undeutliche, Majestät, über die ich nicht sprechen möchte. Sie ist zu verrückt, fürchte ich. Nein, hoffe ich. Auf den Straßen bringt man meinen Enkel damit in Verbindung. Ich habe davon gehört. Halten Sie das für denkbar? Ja. Wollen wir ehrlich zueinander sein, Mr. Holmes? Ich bin es. Gesetzt den Fall, Sie bekämen heraus, dass... Wer der Ripper ist, was würden Sie tun? Ihn der Polizei überstellen. Man glaubt, der Mörder sei verrückt. Er kann es sein, ja. Sie sind ein schrecklicher Mann, Mr. Holmes. Ja. Wieso? Sie wissen genau, was ich sagen will. Sie machen es mir nicht leichter. Sie kommen mir nicht entgegen. Sitzen da, trinken Punsch und sagen ja oder nein oder vielleicht. Können Sie sich nicht vorstellen, wie es in mir aussieht? Vielleicht. Würden Sie mir etwas versprechen, Mr. Holmes? Etwas, zu dem ich Sie zwingen könnte? Sie sind meine Königin. Aber niemand, auch Sie nicht, kann mich zu etwas zwingen, was ich nicht selber will. Ich weiß. Wenn sich herausstellen würde, Mr. Holmes, dass
dass an den Gerüchten etwas dran sein sollte. Würden Sie... Zuerst mit Ihnen sprechen. Ja. Darf ich Sie meinerseits etwas fragen? Ja. Haben Sie Anlass anzunehmen, es könnte etwas an den Gerüchten sein? Albert ist ein seltsamer junger Mann. Vielleicht habe ich ihm den falschen Namen gegeben. Sie wissen, dass seine Mutter ihn Edward nennen wollte. Edward wie ihren Mann. Alle nennen ihn Eddie. Niemand nennt ihn Albert. Niemand, der einmal König werden wird, soll anders als Albert heißen. Warum ist er seltsam? Er ist krank. Mit seinen Ohren ist etwas nicht in Ordnung. Sein Vater liebt ihn nicht. Nein? Alex mag ihn. Und er liebt seine Mutter. Er spricht nur von ihr. Ich schaue gerne zu, wenn die beiden zusammen spazieren gehen. Es ist so viel Liebe zwischen ihnen. Ja. Dabei hatten wir einen guten Hauslehrer für ihn. Reverend Dalton hat ihn empfohlen. Ein junger Mann, ein empfindsamer Literat. Ja, mein Enkel hat ihn sehr gemocht. Steven hieß er. Ja, ich glaube, James Kenneth Steven. Steven. Ja. Er war wie ein Bruder für meinen Enkel. Ich glaube nicht, Majestät, dass der Prinz etwas mit den Morden zu tun hat. Sie halten ihn nicht für verdächtig? Nein. Aber dann... Ich verspreche Ihnen, ich werde, falls meine kleine Untersuchung zu einem Ergebnis führen sollte, nichts unternehmen, nichts Endgültiges, ohne mit Ihnen gesprochen zu haben. Ich danke Ihnen, Mr. Holmes. Was halten Sie von Sir Charles? Es steht mir nicht zu, einen Ihrer Polizisten zu beurteilen. Ich verstehe Sie. Vielen Dank, Mr. Holmes, dass Sie mir Ihre Zeit geopfert haben. John, Mr. Brown wird Sie hinausbegleiten. Ich hoffe, meiner Königin dienstbar gewesen zu sein. Nun, Sherlock, was hat sie gesagt? Sie ist eine starke Frau. In der Tat, das ist sie. Aber sie hat Angst. Um Eddie, ihren Enkel? Das dachte ich zunächst, aber ich glaube, sie hat etwas anderes im Auge. Oder jemand anderen. Du hältst mich auf dem Laufenden? Natürlich. Wo ist Warren? Wütend davongerannt. Der Mann besitzt keinen Kummer. Kennst du einen Polizisten, der ihn besitzt? Ich kenne kaum jemand, der ihn hat. Wie richtig, Margaret. Trinken wir noch einen Port? Gern. Mein Club hat eine hervorragende Lieferung bekommen. Süß? Versteht sich. Gut. Oh, Holmes. Ich hatte Sie früher erwartet. Tut mir leid. Ich habe doch ein Glas mit Mycroft getrunken. Wie war die alte Dame? Beunruhigt. Eddie? Auch. Es gibt Arbeit. Ja? Steven, ihr Dichter. Er ist nicht... Ihr Dichter, ich weiß. Der Hauslehrer bei Eddie. Und? Eine Verbindung, der nachzugehen, sich lohnt. Ich muss etwas über Steven in Erfahrung bringen. Glauben Sie, dass er... abseitige Neigungen hat? Ja. Wir sollten uns in seiner alten Schule umhören. Und dann müssen wir uns über Montague Druid unterhalten. Sie glauben nicht an Selbstmord. Wir kämen zu belegen. Doch genug von der Arbeit geredet. Was lesen Sie da, Watson? Die Times. Natürlich. Auf welchen Artikel? Einige Randbemerkungen zu Fragen des Luxus im alten Italien. Wie überaus erregend. Nicht uninteressant, Holmes.
Prunk war dort zu einigen Zeiten nicht gerne gesehen. In Venedig zum Beispiel mussten die reichen Familien ihre goldenen Prunkgondeln sogar schwarz übermalen, selbst die Wappen. Ach, schwarz übermalte Wappen? Watson, Sie überraschen mich immer wieder. Sie finden doch immer wieder genau den Punkt. Ach. Ja, darüber müssen Sie mir mehr vorlesen, über diese schwarzen Gondeln. Wenn Sie meinen, Holmes? Ein Brandy? Gerne. Dann lesen Sie mal vor. Mr. Holmes, Sir. Mr. Watson, Sir. Sehr richtig. Mr. Pendergast erwartet uns. Ich bin angewiesen, Sie zu ihm zu bringen. Bitte folgen Sie mir. Sie sind schon lange hier in Eton? Fast 25 Jahre, Sir. Ach, dann werden Sie sicherlich noch viele Schüler kennen. Ehemalige, meine ich. Sicher, Sir, natürlich. Sind viele junge Burschen dabei, die vergisst man nicht. Gute Jungs, die meisten jedenfalls. Sie haben gedient? Natürlich, Sir. Wo? Auf der Krim, Sir. Ein Regiment war bei Balaklava dabei. Oh. Ja, Sir, es sind nicht viele davongekommen damals. Ja, schlimme Sache, die Geschichte mit der Leichenbrigade. Erinnern Sie sich an einen Jungen namens Stephen? Stephen, kein seltener Name. Lassen Sie mich überlegen. James Kenneth Stephen. Nein, Sir, ich glaube nicht, dass ich mich an den erinnere. Nein, sicher nicht. Aber Mr. Pendergast wird Ihnen mehr über ihn erzählen können. Bitte sehr. Oh, Mr. Holmes, Mr. Watson, welche Ehre. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Danke sehr. Bitte. Einen Brandy? Sie können gehen, Max Wayne. Ja, Sir. Für mich nur einen Schluck. Selbstverständlich. Und für Sie, Mr. Holmes, ein richtiges Glas? Bitte. Gut. Womit genau kann ich Ihnen dienen, meine Herren? Es geht um einen ehemaligen Schüler, Mr. Pendergast. Oh, danke. Sehr bitte. Auf Ihr Wohl. Auf das Ihre, Mr. Holmes. Dr. Watson. Danke sehr. Ah, vorzüglich. Ja. Nun, führen Sie Akten über Schüler? Unsere Schule steht vor allem dem Adel und dem höheren Bürgertum zur Verfügung. Und ich kann mir vorstellen, dass man dort nicht schätzen würde. Oh, keine Sorge, Mr. Pendergast. Unsere Münder werden verschlossen sein. Diskretion in einem so heiklen Punkt versteht sich von selber. Nein, ich will Sie beruhigen. Wir untersuchen einen Fall, Dr. Watson und ich, und es könnte sein, dass dieser betreffende ehemalige Schüler über wichtige Informationen verfügt, die uns weiterhelfen könnten. Da er höher gestellt ist, wie Sie richtig vermuten, wollen wir ihn aber nur belästigen, wenn wir uns sicher sein können, dass er wirklich Sie versteht. Natürlich. Darf man fragen, um wen es sich handelt? Wie Sie vorhin selbst sagten, Mr. Pendergast, Diskretion, sie ist auch für uns gewissermaßen Ehrensache. Oh ja, verstehe, natürlich. Sie können uns also Auskunft geben? Unter diesen Umständen? Und da ich weiß, dass ich mich auf Sie verlassen kann, ja. Es handelt sich um einen James Kenneth Stephen. Oh, ja, Stephen. Sie erinnern sich an ihn? Ja, ich erinnere mich an ihn. Es ist keine angenehme Erinnerung? Nun ja, ich meine... Kommen Sie, Mr. Pendergast. Ihr Pedell hat schon sehr eigenartig reagiert, als er diesen Namen hörte. Zu Recht, Dr. Watson, zu Recht. Wenn er in etwas verwickelt ist... Nun, es sollte mich nicht wundern. Erzählen Sie, Mr. Pendergast. Nun, ich war damals noch Lehrer. Latein und Griechisch. Bin Altphilologe, müssen Sie wissen. Stephen war kein schlechter Schüler, eher im Gegenteil. Aber sein Name
tauchte in Zusammenhang mit einer sehr unerquicklichen Affäre auf. Welcher? Ja, als Griechischlehrer weiß man ja auch einiges über die Griechen, nicht wahr? Und dass dort, ich sage nur, sokratisches Verhalten. Aber auch in Sparta. Sie verstehen? Nein. Nun, wir hatten damals einen Tutor, einen Mr. Browning, Oscar Browning. Sehr guter Tutor, wie ich hinzufügen muss. Ja, niemand konnte das erwarten, was dann herauskam. Wir sind überzeugt, dass alles Menschenmögliche getan wurde. Selbstverständlich. Mr. Browning wurde sofort entfernt, als ruchbar wurde, dass er sich nun ja sehr hingezogen fühlte zu seinen Schülern. Mehr als üblich, meine ich. Stephen war einer seiner Schüler. Nun ja, der junge Stephen schrieb Gedichte. Und einige dieser Gedichte waren, also sie waren gewissermaßen unmissverständlich, nicht wahr? Und diese Gedichte lenkten unseren Verdacht eben auf Mr. Browning. Der spielte viel Fußball mit den Jungen, das haben wir sehr geschätzt. Aber, also von dem, was sonst noch, also, davon hatten wir keine Ahnung. Das kann ich beschwören. Ja, wir sind sicher. War Stephen einer der Lieblingsschüler von Mr. Browning? Ja, ja, das war er. Er war ein hübsches Kind. Ja, ja. Das war er. Ein gut geschnittenes Gesicht, ich vergesse es nicht. Gute Figur, sportlich, aber auch fleischig. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ja, ich verstehe. Hm. Was ist mit Stephen geschehen, als man Mr. Browning entfernt hatte? Oh, die Schüler. Nun, wir haben sie selbstverständlich als Opfer gesehen. Selbstverständlich. Sie sind verführt worden. Mit Sicherheit. Natürlich sind sie bestraft worden. Aber das war dann noch alles. Waren es viele? Nein. 8, 9, 10, so in dieser Art. Wie hat man sie bestraft? Nun, Hiebe. Wie üblich. Ein paar mehr als gewöhnlich. 20, wenn ich mich erinnere. Normalerweise sind es 5. Oder 4, um noch genauer zu sein. Und Sie wurden verabreicht? Vor der Klasse, Mr. Holmes. Eine exemplarische Bestrafung coram publico. 20 Hiebe mit einem jungen Stecken Apfelreisig. Der damalige Direktor hatte sich nicht nehmen lassen, selbst die Züchtigung vorzunehmen. Ich hoffe, er hatte Spaß daran. Nun, es war immer die heiligste Pflicht der Direktoren, solche Strafen persönlich zu verabreichen. Wie sah eine solche Bestrafung aus, Mr. Pendergast? Nun, sie sieht immer noch so aus wie damals. Der Delinquent muss niederknien, man rollt ihm die Kleidung hoch bis zur Hüfte und dann, naja. Hört man, haben Sie sonst noch Bemerkenswertes an dem jungen Stephen feststellen können, außer diesen Neigungen? Nun, er war ein guter Schüler, intelligent, schnelle Auffassungsgabe, sollte man bei diesen Leuten eigentlich gar nicht annehmen. Glaubte an nichts, wenn ich mich recht erinnere, der junge Jem. Jem? So nannten ihn seine Freunde. Ja. Er nahm nichts ernst, keine Regeln. Einmal ist er sogar über den Rasen gelaufen. Nein. Watson. Doch. Die Aufsicht war dabei. Hat's gesehen. Und? Er ist bestraft worden dafür. Wie üblich. Und sonst? Und sonst? Wir haben immer geglaubt, er suche irgendetwas. Wir wussten aber nicht, was. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja. Ich fürchte, er hat es gefunden. Hey, Mister, hey! Ja? Ich bin's, Mr. Holmes. Benny, gut, dich zu sehen.
Hast du etwas herausbekommen? Ja. Gut. Haben Sie mal eine Münze, Watson? Aber sicher, Holmes. Da. Die kriegst du, Benny, wenn du mir alles erzählst. Haben die Baker Street Boys sie je im Stich gelassen, Mr. Holmes? Da hast du recht, Benny. Da. Danke, Sir. Ja, also. Die Jungs erzählen, dass sie die Black Mary gut gekannt haben. Und? Sie war nicht gesund, sagen sie. Nicht gesund? Und Tom, Sie wissen, der wohnt um die Ecke, der kleine Rothaarige mit dem Husten. Tom hat gesagt, es war ihr oft schlecht. Sie hat immer gekotzt, wenn Sie mich verstehen. Immer? Hat sie täglich vomiert? Hat sie täglich was, Watson? Nun, erbrochen. Gekotzt? Naja, in der letzten Zeit schon, sagt Tom. So seit 2-3 Monaten oder so. Ach, Holmes. Ich glaube, ich denke, was Sie denken, Watson. Benny, hat Tom jemanden bei ihr gesehen? Jemanden, wie ich ihn beschrieben habe? Feine Pinkel sind oft bei ihr gewesen, sagt Tom. Verschiedene, aber ein paar sind immer wieder gekommen. Und? Der war dabei, den Sie beschrieben haben, der Kleine mit dem hübschen Gesicht. Aber es war nicht der Einzige. Und nachts, sagt Tom, ist immer eine Kutsche gekommen, ganz in Schwarz. Die hat sie abgeholt. Aber er hat nichts Näheres gesehen. Eine schwarze Kutsche. Sie erinnern sich an die Gondeln, Watson? Ja, was hat das damit zu tun, Holmes? Oh, nichts, Watson, und vielleicht doch alles. Und die Black Mary, Benny, ist die auch oft ausgegangen? Oder war sie meist daheim, in ihrem Viertel? Sie hat Nick mal weggeschickt, in den Tempel. Er sollte ihr ein Papier holen. Ins Gericht? Zu irgendeinem Paragraphenfuchser. Nick hat den Namen vergessen. Es war ein junger Kerl, hat er gesagt. Würde er ihn wiedererkennen? Weiß nicht. Kommt drauf an. Nichts ist umsonst, junger Mann. Nick kann auf mich zählen, weißt du doch. Ist schon klar, Sir. Ich weiß es. Aber Nick vielleicht nicht. Watson? Ich hab schon verstanden, Holmes. Hier. Ich denke, jetzt wird er sich schon daran erinnern, Sir. So ist gut, Benny. Ich muss jetzt weiter, Mr. Holmes. Meine Schwester wartet auf mich. Muss mich um sie kümmern. Sie wissen, wo sie mich finden. Natürlich. Ich sag nicht Bescheid, wenn ich ihn sehe. Was ist mit seiner Schwester? Sie ist krank. Kommen Sie schon, Holmes. Sie hat einen Freund, Watson. Aus besseren Kreisen, wie man wohl sagt. Hat sie zusammengeschlagen, als er einmal nicht so wollte wie er. Sie ist seither verstört. Tut mir leid, Holmes. Warum, Watson? Wen kümmert schon so jemand? Sie sind ein... Nein. Sie kümmert es, nicht wahr? Sie müssen es doch wissen, Watson. So sind manche Menschen. Kommen Sie. Einen davon werden wir jetzt besuchen. Hey, Kutscher! Wen? Einen guten Bekannten von einigen Personen, die wir kennengelernt haben. Belgravia Square. Es ist ein Mr. Frank Harris, Watson. Mr. Sherlock Holmes und Dr. John Watson, Sir. Danke, Fortescue. Meine Herren, was verschafft mir die Ehre? Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns haben, Mr. Harris. Keine Ursache. Nehmen Sie Platz. Sherry? Gern. Fortescue? Sir? Bringen Sie den 59er Amontillado. Sie wissen schon. Natürlich, Sir. Ein Geschenk von Bertie. Nach einer interessanten Nacht. Aber... Sie werden nicht gekommen sein, damit ich Ihnen Schwänke über den Prince of Wales erzähle. Sie sollten sie niederschreiben. Meinen Sie? Daran habe ich auch schon gedacht. Der Amontillado, Sir? Danke, Fortescue. Die Geschichte dieses Weines würde sich tatsächlich lohnen. Ach, Nellie Clifton. Sie war eine schöne Frau. Damals. Und? Schauspielerin. So nannte sie sich... Aber in Wirklichkeit, naja, Sie wissen schon. Bertie war besonders übel behandelt worden von seinem Vater. Er stand gewissermaßen unter Aufsicht. An seinem Geburtstag, wir haben die kleine Nelly in sein Bett geschmuggelt vorbei an seinem Hausdrachen. Am nächsten Morgen hat er jedem von uns eine Flasche dieses in der Tat köstlichen Weines geschenkt. Sonst noch etwas, Sir? Nein, danke, Fortescue. Sie können sich zurückziehen. Sir. Sie breiten solche Geschichten in Anwesenheit von anderen aus, Mr. Harris? Wieso?
Vor welchen anderen? Nun, vor Ihrem Butler. Fortescue? Aber ich bitte Sie, der zählt doch nicht. Oder sehen Sie Ihre Domestiken als lebende Wesen an? Manchmal schon. Eigenartig. Ein Gedanke, auf den ich nie gekommen wäre. Nun, auf Ihr Wohl, meine Herren. Das Ihre. Vorzüglich. Aber nun, meine Herren, will ich Ihre kostbare Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Womit kann ich Ihnen dienen? Unser Anliegen, Mr. Harris, ist etwas, delikater Natur. Ja, das ist meistens der Fall. Sie sind ein Freund der königlichen Familie? Sagen wir, eines Teils derselben, ja. Sie kennen Prinz Albert Victor Christian Edward? So der Gotha. Sie meinen Eddie, Bertys Sohn? Ja. Ich kenne ihn, ja. Schließlich ist sein Vater ein guter Freund von mir, wie ich bereits erwähnte. Können Sie sich vorstellen, dass Prinz Eddie in das verwickelt ist, was man die Whitechapel-Morde nennt? Sie meinen die Ripper-Morde? Ja. Undenkbar. Und warum, Mr. Harris? Weil er königlichen Geblütes ist? Nein, nur die Vorstellung, dass Eddie, Sie verzeihen, sich mit Frauen herumtreiben könnte, ist mehr als komisch. Sie wollen damit andeuten, dass... Mehr als andeuten, Dr. Watson. Eddie steht auf stramme junge Männer. Eher der Unterklasse. Mr. Harris. Warum nicht, Doktor? Wenn es ihm Spaß macht, das ist doch das Wichtigste. Ich zum Beispiel bevorzuge Frauen mit dicken... Verzeihung... Kühl. Beides überrascht mich nicht, Mr. Harris. Ja, dachte ich mir doch. Habe ich Ihre Frage damit beantwortet? Teilweise. Ja, ich weiß nicht, ob ich weitergehen kann. Nun, Mr. Harris, ist bekannt, dass Sie gerne auch, sagen wir, einfachere Lokalitäten besuchen. In der Tat. Die dahingehenden Fähigkeiten junger Frauen aus dem Volke, wenn ich mich einmal so ausdrücken darf, stehen bedeutend über denen der Gesellschaft. Wissen Sie, was die Königin ihrer Schwiegertochter als Ratschlag gegeben hat? Schließ die Augen und denk an England. Das muss einen aktiven Mann wie den Prinzen of Wales doch eher abschrecken, oder? Natürlich. Kein Wunder, dass Bertie... Doch, Verzeihung. Darüber kann und will ich nicht reden. Ich denke, die Eskapaden des Prinzen sind bekannt. Man munkelt, er habe ein Pied-à-terre im East End. Ach. Munkelt man das? Kommen Sie, Mr. Harris, spielen wir nicht Versteck voreinander. Natürlich hat er das und natürlich besucht er es hin und wieder. Sie können mir vertrauen. Die Königin selbst hat mich beauftragt, Ermittlungen anzustellen. Und ich habe ihr mein Wort als untertaner britischer Gentleman gegeben, sie über alles, was ich herausfinden werde, sofort zu informieren. Mhm. Glauben Sie, die Königin weiß nicht, was sich dort abspielt? Nun ja. Es gibt eine schwarze Kutsche. Die Farbe ist manchmal noch frisch, wie mein Freund Dr. Watson mitzubekommen wenig Freude hatte. Und diese Kutsche fährt durch das East End. Die Kutsche, natürlich. Ihre Geschichte mit den Gondeln hat mich darauf gebracht, Watson. Der Prinz hat das Wappen übermalen lassen. Ist es nicht so, Mr. Harris? Ja, man hätte die Kutsche erkennen können. Sie waren auch in diesem Pied-à-terre? Natürlich, ich habe die Wohnung besorgt. Aber ich weiß nicht so recht, was das soll, Mr. Holmes. Sie wollen doch nicht... Sagen Ihnen die Namen James Kenneth Stephen und Montague Druitt etwas? Natürlich. Mr. Stephen war Hauslehrer von Eddie und Mr. Druitt ist ein guter Freund. Er arbeitet in einer Kanzlei im Tempel. Welche Art der Zerstreuung suchen Sie eigentlich im East End? Na, raten Sie mal. Die Damen sind käuflich. Kennen Sie eine Dame, die nicht käuflich ist? Sir, ich danke Ihnen, Mr. Harris, dass Sie uns Ihre Zeit und Ihren vorzüglichen Sherry geopfert haben. Kommen Sie, Watson. Ich hoffe, Sie können mir versichern, dass Sie Ihrer Majestät... Ihrem Wort, Mr. Harris. Vielen Dank. Und was hat uns das gebracht, Holmes? Außer einem mehr als degutanten Einblick in die Lebensumstände des Kronprinzen? Sie sind zu eifrig, Watson. Die Lösung liegt vor uns. Sie ist ganz nahe. Sie wissen, wer sich hinter den Morden verbirgt? Meine Ahnungen beginnen sich zu konkretisieren, Watson. Ich zähle einfach nur 2 und 2 zusammen. Die Informationen, die wir erhalten haben, sie lassen, fürchte ich, nur einen Schluss zu. Und welchen? Sie haben ebenfalls alle Informationen, Watson. Zum Beispiel? Dass Mary Kelly oft am Morgen schlecht war. Dass Stephen und Druitt in der Absteige des Prince of Wales ein- und ausgingen. Dass die Opfer alle irgendwie mit Mary Kelly zu tun hatten. Dass der Ripper
seine Verbrechen nicht dort beging, wo man die Leichen fand. Dass Mary Kelly vor ihrem Tod im Gericht war. Und ich möchte wetten, sie war bei Dewitt. Ja. Dass Warren alle Spuren beseitigt hat. Dass die Opfer verstümmelt wurden. Watson. Watson, Sie schauen mich so verstört an. Sehen Sie die Zusammenhänge denn nicht? Wenn ich ehrlich bin, nein. Ich denke, wir sollten das letzte Glied der Kette einfügen, Watson. Dann werden auch Sie klar sehen. Baker Street! Es wird die Zeit kommen, Holmes. Da wird man erkennen, dass Rauchen zu schweren gesundheitlichen Schäden führen kann. Diese Zeit werde ich hoffentlich nicht mehr erleben müssen. Noch ein Glas, Watson? Danke, Holmes. Nun? Nehmen Sie doch mal die Lupe hier, Watson. Und jetzt vergleichen Sie diese beiden Schriften. Ja, das sind doch... Ich rede nicht vom Inhalt. Schauen Sie sich vor allem die beiden Ts an. Was fällt Ihnen auf? Unzweifelhaft. Sie sind identisch, natürlich. Dieser lange T-Strich. Ungewöhnlich. Kennen Sie sonst jemanden, der das T so schreibt? Nein. Gut, Watson. Was schließen wir daraus? Ein Charakteristikum, das es in sich hat. Beide Texte müssen von ein und derselben Person geschrieben worden sein. Aber die Schrift an der Mauer habe ich nur kopiert. Detailgetreu, wie ich hoffe. Sicher, aber... Es führt kein Weg daran vorbei, Watson. Es war ohne Zweifel Stephen, der Ihnen sein Autogramm gegeben hat. Und dieselbe Person hat den Satz an die Wand geschrieben. Also doch, Stephen. Ja. Und Druid. Wie kommen Sie darauf? Lesen Sie doch mal den Text, den Stephen an die Wand gemalt hat. Moment... Den Juden wird keine Schuld für nichts gegeben werden. Jetzt wollen wir dazu das Anagramm suchen, Watson. Holmes, natürlich. Sind Sie darauf noch nicht gekommen? Nein, leider. Dieser merkwürdige Satz, eigenartig in seiner Grammatik. Es konnte nichts anderes sein. Ich will Sie nicht auf die Folter spannen. Ich habe ihn schon vor längerer Zeit entschlüsselt. Und? Es ergibt immer nur einen Satz. Ich sehe keine andere Möglichkeit, die vorhandenen Buchstaben neu zu ordnen, als eben diese eine. Noch einen Schluck, Watson? Holmes, Sie sind ein Sadist. Gönnen Sie mir doch meinen kleinen Erfolg. Also, Watson, das Anagramm lautet F.G. Eberline, jetzt hasse M.J. Druid. Er hat die Frau zur Hölle geschickt. Holmes, das ist... Elementar. Genial. Und es gibt keinen Zweifel? Mit diesen merkwürdigen Buchstaben und Namen? Keinen. Jetzt könnte ich einen Schluck brauchen. Gerne. Danke, Holmes. Und was lehrt uns dieser Satz sonst noch, Watson? Außer der Tatsache, dass der Schreiber vor allem Mr. Eberline vom Scotland Yard, nicht unseren Freund Lestrade, nicht Sir Charles Warren und leider auch nicht, es sei geklagt, nicht uns als seinen gefährlichsten Gegner betrachtet? Lassen Sie überlegen. Druid hat die Frau zur Hölle geschickt. Können Sie sich da ein Adjektiv dazu denken? Nun, die Frau zur Hölle geschickt, die richtige Frau zur Hölle geschickt? Warum hat er dann noch einmal gemordet? Holmes, Sie meinen... Genau. Er hat die falsche Frau zur Hölle geschickt. Die falsche. Weil er in Wirklichkeit... Hinter keiner anderen als Mary Kelly her war. Aber... Lag das nicht von Anbeginn auf der Hand? Wieso? Ich habe sie doch nicht unterschätzt, Watson. Die eine hatte denselben Vornamen. Die andere trug ihren auffälligen Hut. Die dritte war gut bekannt mit ihr. Und die vierte benutzte ihren Namen. Der Ripper war von Anbeginn an nur hinter Mary Kelly her. Und warum? Sie war die Einzige, die hübsch war. Und erinnern Sie sich an das, was Benny uns erzählt hat? Und Mrs. Maxwell? Es war ihr schlecht jeden Morgen. Können Sie sich dabei nichts denken, Watson? Natürlich, sie war... Schwanger. Gesegneten Leibes. Ihre Prüderie überschreitet bisweilen jede Grenze, Watson. Ja, sie erwartete ein Kind. Könnte das nicht der Grund gewesen sein? Jetzt fantasieren Sie allerlei zusammen, Holmes. Ich denke, ein Besuch könnte das alles klären. Ein Besuch? Wo? Kommen Sie, Watson.
Wir fahren ins East End. Ja, das ist unzweifelhaft. Blut? Mr. Holmes? Oh, Mr. Stephen. Ja, natürlich, Blut, was sonst? Sie sind ein schlauer Fuchs, Mr. Holmes. Man tut, was man kann. Ist das der Wagen? Auf dem die Rippermorde begangen wurden? Natürlich. Sie hatten recht, Watson, wie immer. Wollen Sie nicht hereinkommen? Es ist kalt hier und ungemütlich. Außerdem habe ich einen vorzüglichen Amontillado oben. Gerne, Mr. Stephen. Bitte. Oh nein, nach Ihnen bitte. Sie sind hier daheim. Ich vergaß. Folgen Sie mir, meine Herren. Holmes, sind Sie wahnsinnig? Nein, ich nicht. Sie brauchen keine Angst zu haben, Watson. Bitte. Nehmen Sie Platz. Darf ich? Für mich nicht, danke. Ich nehme gerne ein Glas. Ist das der Raum? Was für ein Raum, bitte. Den der Prince of Wales gerne benutzt. Hervorragend, ein 59er. Sie kennen ihn? Mr. Frank Harris war so freundlich, uns ebenfalls ein Glas zu kredenzen. Ja, das ist ein 59er. Und, ja, Sie haben es erraten, das ist die Wohnung, die wir gemietet haben für unsere kleinen Abenteuer. Aber Holmes... Still, Watson. War Mary Kelly auch hier? Ja, das war sie. Sie und der Kronprinz? Ja, Bertie und sie. Und dann wurde sie schwanger. Ja. Stellen Sie sich das vor. Ein Bankert. Bertie sollte der Vater sein von einem... Wenn die Königin erfahren hätte, dass ihr Sohn... Unvorstellbar. Sie sind im Königshaus sehr verbunden? Ich bin Monarchist, Mr. Holmes. Einer der letzten in diesen Zeiten, jawohl. Ich war Hauslehrer des Enkels. Ich weiß. Und dann geht diese Mary Kelly hin und versucht, den Prince of Wales zu... Erpressen? Ja. Sie kannte Monty Druid von unseren Abenden. Und Monty arbeitete ja im Tempel. Sie hat ihn besucht und ihm erzählt, dass sie ein riesiges Theater machen würde. Und Monty kam zu mir. Und dann? Habe ich Bertie alles erzählt. Und? Bertie hat mir gesagt, ich soll das erledigen. Auf meine Art und Weise. Und das haben Sie, Mr. Stephen, nicht wahr? Soll das heißen, dass der Kronprinz... Sie haben sich zunächst einmal geirrt, nicht wahr, Mr. Stephen? Konnte ich wissen, dass das Mädchen, das mir sagte, sie hieße Mary, nicht die Kelly war? Und der falsche Hut? Aber Spaß hat es doch gemacht, oder? Und wie? Und Monty war auch voll bei der Sache. Er hat die wirklich schönen Sachen gemacht. Er hat es genossen, ja. Aber
Auch er hat sich geirrt? Haben Sie deshalb den Satz auf die Wand geschrieben? Sie haben ihn gelöst? Es war nicht leicht. Wusste Warren davon? Ich war mir nicht sicher, ob Bertie ihm alles erzählt hat. Und wann haben Sie Ihren Plan geändert? Wie meinen Sie das? Nun, wann haben Sie beschlossen, die ganze Sache umzudrehen? Ich verstehe nicht. Oh, Sie enttäuschen mich, Mr. Stephen. Haben Sie geglaubt, auch einen Sherlock Holmes hereinlegen zu können? Kommen Sie herein. Miss Mary Kelly. Holmes! Meine Hochachtung, Mr. Holmes. War's Ihr Plan oder seiner? Bitte, Mr. Holmes. Ach, lassen Sie nur, Mr. Stephen. Es war meiner, Mr. Holmes. Ich musste sterben, um das zu bekommen, was ich bekommen wollte. Geld. Bertie muss zahlen. Damit Sie nicht weiter eine Bedrohung für ihn sind, mussten Sie offiziell von der Bildfläche verschwinden. Eine tote Mary Kelly konnte nicht noch einmal eine Forderung an ihn stellen. So ist es. Und wer wurde an Ihrer Stelle ermordet? Niemand, eine Säuferin. Ich wusste nicht einmal, wie sie hieß. Ich habe sie in meine Wohnung gelockt und betrunken gemacht. Den Rest hat Mr. Druid erledigt. Sie waren dabei? Tja, na und? Wen juckt schon so ein Nichts? Eine Säuferin mehr oder weniger, wen geht das was an? Wer kümmert sich drum? Ja, natürlich. Sie waren dabei. Es hat Ihnen sogar Spaß gemacht, Miss Kelly, nicht wahr? Na und? Na und? Ich fürchte, Ihnen ist eines nicht klar, Miss Kelly. Dass Sie alles auffliegen lassen können? Da wäre ich mir nicht so sicher, Mr. Holmes. Dies ist ein verschwiegenes Haus. Ein sehr verschwiegenes Haus. Oh, ich habe mich vorgesehen, Miss Kelly. Watson, Ihre Pistole. Gern, Holmes, Sie sehen, bitte. Wir sind bewaffnet. Aber deshalb brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, Miss Kelly. Ich habe jemandem mein Wort gegeben, was diesen Fall betrifft. Nur, haben Sie sich schon einmal überlegt, dass Sie jetzt überflüssig geworden sind? Ich? Überflüssig? Natürlich. Sie sind jetzt tot, Miss Kelly. Mausetot. Sie haben keine Macht mehr. Über niemanden mehr. Wenn ich Sie wäre, wäre ich ab jetzt sehr, sehr vorsichtig. Sie wollen doch nicht sagen, dass... Was meinen Sie denn dazu, Mr. Stephen? Sie sind... Aber Mr. Stephen, haben Sie sich denn nicht mit Mr. Druid beschäftigt? Je weniger davon wissen, haben Sie das nicht gedacht, ehe Sie ihn an die Themse lockten? Bleiben Sie stehen! Ich hasse körperliche Gewalt. Die Kelly hat sich davon gemacht. Sie wird nicht weit kommen. Und nun? Nehmen wir ihn mit? Zuerst in den Buckingham Palace, Watson. Der Tee, Sir. Ich habe heute wieder die wunderbaren Pistazientörtchen bekommen, die Dr. Watson so mag. Mir ist der Appetit ein wenig vergangen, Mrs. Hudson. Vielen Dank. Sie werden doch die gute Mrs. Hudson nicht enttäuschen wollen. Greifen Sie zu, Watson, greifen Sie zu. Meinetwegen. Und die Abendzeitung habe ich auch, Mr. Holmes. Danke sehr. Brauchen Sie mich noch, Sir? Danke, Mrs. Hudson, danke. Dass diese Bestie immer noch frei herumläuft. Man wird auf diesen Stephen achten, hat mir Mycroft versprochen. Ach, Holmes, ach, Holmes. Nörgeln Sie nicht, Watson. Ich habe der Königin ein Versprechen gegeben. Wussten Sie da alles schon? So mehr eine Ahnung. Und Mary Kelly? Hier, eine kleine Meldung.
geheimnisvoller Torso aufgetaucht. In der Pinchin Street im East End wurde unterhalb einer Eisenbahnbrücke der Leichnam einer Frau gefunden. Kopf und Beine waren abgetrennt worden und sind verschwunden. Inspektor Abelline vom Scotland Yard erklärte einen Zusammenhang mit den jüngst so ans Licht der Öffentlichkeit gelangten sogenannten Rippern. Um Himmels Willen. Vielleicht beantwortet das Ihre Frage nach Mary Kelly. Ist das alles, Holmes? Kein Wort des Mitleids? Für diese Frau? Nein. Entschuldigung, Mr. Holmes. Dieser Hut ist gerade für Sie abgegeben worden. Ein Hut? Ja, ein schlichter Herrenhut. Schlicht? Aber ich bitte Sie, Mrs. Hudson, was soll an diesem Hut schlicht sein? Reichen Sie mir mal die Lupe, Watson. Ja. Ah. Sehen Sie, Watson, der Besitzer dieses Hutes wohnt unzweifelhaft in einer Wohnung ohne Petroleumlicht. Seine Frau liebt ihn nicht mehr und es geht ihm auch nicht mehr so gut wie vor 3 Jahren. Aber er ist immer noch sehr penibel und, ich würde sagen, ist gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe. Dürfte so um die 50 Jahre alt sein. Das ist natürlich leicht, Watson. Sehen Sie, hier stecken ein paar Haare im Schweißband und auch die anderen Feststellungen liegen doch auf der Hand, finden Sie nicht? Schauen Sie sich doch nur einmal genauer hier diese Talgflecken an von Kerzen, nicht wahr? Und hier die schäbigen Stellen. Aber der Hut war vor 3 Jahren neueste Mode. Machen Sie doch kein solches Gesicht.